Das Märchen von Fanfarlieschen, schöne Füßchen. Es war einmal ein König, der hieß Jerome, und sein Land hieß Skandalia, und er regierte in der Stadt Besserdich. Dieser Jerome war gar nicht viel wert. Er quälte seine armen Untertanen bis aufs Blut, so dass sie Jahr aus Jahr einschrien: »O Jerome, O Jerome, sieh auf Skandalia und Besserdich!« Er wirtschaftete aber immer drauf los und war ganz das Gegenteil seines verstorbenen Vaters, dessen Sterbetag die Bürger von Besserdich jährlich mit großer Traurigkeit feierten. Vor diesem Tage ritt der böse Jerome immer mit seinem ganzen Hofstaat nach einem fernen Jagdschloss Munkelwust, um nicht die Liebe seiner Untertanen zu seinem seligen Vater zu sehen. Als er nun einstens mit unanständigem Hörnergeblase und Peitschengeknall am Tag vor dem Trauerfest der Stadt hinauszog, sah er nah an dem Tore vor einem kleinen Hause eine alte Frau ihre Ziege kämmen. Da nahm er seinen Bogen und legte einen Pfeil auf und verwundete der alten Frau die Ziege. Die Alte ergrimmte sehr und schrie ihm nach: »O Jerome! O Jerome! Meine Ziege geschossen! O Jerome, o Jerome, dir selbst zum Possen! Sie ist ein armes Waiselein, wird Königin im Lande sein!« Jerome bekümmerte sich nicht um das Geschrei der Alten und sprengte im Galopp zur Stadt hinaus. Die Alte hieß Fanfarlieschen und war eine außerordentlich kluge Hexe. Bei dem verstorbenen Vater des Königs Jerome hatte sie sehr viel gegolten. Sie hatte damals große Macht in Händen und dem Lande viel Gutes getan. Wenn der alte König einen Minister oder General oder Gelehrten haben wollte, so ging er nur zu Fanfarlieschen, die damals sehr schön war, und sprach nur: »Fanfarlieschen hat schöne Füßchen, nicht zu lang, nicht zu kurz. Schüttle mir aus deinem Schurz einen guten Staatsminister.« »Herr, da ist er«, sprach sie dann und schüttete ihn aus der Schürze. So hatte sie dem König viele geschickte Leute verschafft. Aber als der Jerome an die Regierung kam, wurde Fanfarlieschen vertrieben. Ja, er ließ ihr ein großes Loch von seinen Jagdhunden in die Schürze reißen und misshandelte sie auf alle Weise. Da zog Fanfarlieschen in ein kleines Haus in der Vorstadt und mästete Vieh und Geflügel. Und man wunderte sich über gar nichts, als dass sie niemals einen Ochsen oder Esel oder ein Pferd oder einen Putan oder sonst etwas verkaufte. Aber oft hörte man sie in der Nacht, wenn alles ganz still war, sehr ernsthafte Staatsgespräche mit ihrem Vieh halten. Und lautete es nicht anders, als wenn die größten Professoren bei ihr versammelt wären, so dass es ordentlich in der ganzen Stadt ein Sprichwort war, wenn einer von diesen Hofleuten des Königs Jerome einen üblen oder dummen Streich machte, zu sagen: »Dieses Rindvieh hat nicht bei dem Fanfarlieschen studiert.« Als ihr der Jerome nun die Ziege verwundet hatte, geriet Fanfarlieschen in den höchsten Zorn gegen ihn und entschloss sich, Rache an dem König zu nehmen. Sie legte die geliebte Ziege in ein schönes Bett und verband ihr die Wunde mit Kräutern und Wein. In der Stadt machte man schon alle Anstalten, das Andenken des verstorbenen guten Königs Laodamus zu feiern. Alle Häuser waren mit schwarzem Tuch behängt. Auf allen Türmen und Rauchfängen wehten schwarze Fahnen. Alle Glocken, die geläutet wurden, hatten schwarze Flöre an den Schwingeln. Alle Bürger zogen schwarze Wäsche und Kleider an. Alle Perückenmacher puderten schwarz. Alle Schimmel waren Rappen. Man aß nichts als Schwarzwildbret und Schwarzwurzeln und Schwarzsauer.
In solcher entsetzlichen Schwärze waren bereits alle Einwohner in der großen Kirche der heiligen Negrizia um das Grab des Königs Laudamus versammelt, auf welchem viele tausend schwarze Fackeln brannten, und warteten nur noch auf das Fräulein Fanfalicien, um ihre Trauergesänge anzufangen. Denn Fanfalicien pflegte alle Jahre dieses Trauerfest mit einem großen Leichenzug zu verherrlichen. Sie kam immer an der Spitze ihres sämtlichen schwarzen Horn- und Federviehs durch die Stadt in die Kirche gezogen. Und es war den guten Bürgern nicht so rührend, als all die schwarzen Pferde, Esel, Stiere, Kühe, Böcke, Ziegen, Schafe, Schweine, Hunde, Katzen, Putanen, Pfauen, Haushähne, Hühner, Schwanen, Gänse und Enten und so weiter die bittersten Tränen vergießen zu sehen. Ein großer Teil in der Mitte der Kirche war für sie und ihren Zug freigelassen. Die Bürger harrten. Da kam der Kirchendiener und zeigte an, dass der Zug der Fanfalicien sich nähere. Die Tore wurden aufgetan. Und man sah Fanfalicien in schwarzen Samt gekleidet, mit einer Krone von schwarzen Brillanten, neben einer schwarzen Portechaise hergehen, die von zwei schwarzen Eseln getragen wurde. Vor ihr her ging ein schwarzer Pudel auf den Hinterbeinen. Der trug Fanfalicien Schürze, welche dem Lande so viel Gutes getan und von den Jagdhunden des Jerome zerrissen worden war, an einer Stange als Trauerfahne. Und hinter der Trauerportechaise folgten viele schwarze Böcke und Ziegen mit Trauerflöhen und Zitronen auf den Hörnern. Dann kam alles übrige schwarze Horn und Wollen und Federvieh, alle mit Zypressenzweigen und Kränzen geziert. Kurzum, die ganze Herde des Trauerviehs war auf die rührendste und anständigste Art geschmückt und bezeugte ein tiefes Leidwesen. Als jedermann und jedes Vieh seinen Platz eingenommen, wurde eine kohlrabenschwarze Melodie gesungen. Und dann stieg Fanfalicien auf das Grab des König Laudamus und erzählte den Bürgern alle seine guten Eigenschaften, worüber sie alle gallen bittere Tränen weinten, so schwarz wie Tinte. Zuletzt kam sie auf die Bosheit des Königs Jerome zu sprechen und sagte: »Endlich ist es Zeit, dass wir ihm das Tor vor der Nase zumachen. Seine Bosheit ist auf das Höchste gestiegen. Als er gestern mit seinem gottlosen Hofstaat dem Tore hinausritt, stand ich vor meiner Türe und kämmte der Fräulein Ziegesaar die schwarzen Locken zu dem heutigen Feste. Da verwundete er mir diese geliebte Weise mit einem mutwilligen Pfeilschutz.« Bei diesen Worten von Fanfaliciens entstand ein gewaltiges Murren in der Kirche. Und alle Fackeln auf dem Grabe des Königs Laudamus knisterten und flackerten und tröpfelten schwarze Wachstränen herab. Der älteste Bürger der Stadt, der sich seine weißen Haare und seinen weißen Bart heute ganz schwarz gepudert hatte, trat zu Fanfalicien und sprach: »Oh, Fanfalicien, deine große Freundschaft mit dem seligen Laudamus, der Anblick deiner zerrissenen Schürzenfahne, aus der uns einst so viele würdige Staatsmänner geschüttelt wurden, dein stilles Leben, deine edlen Bemühungen zur Erziehung und Bildung unvernünftigen Viehs, ach, alles, was wir von dir wissen, lehrt uns, dass keine Lüge aus deinem Munde kömmt. Aber sag uns, wen verstehst du unter dem Fräulein Ziegesaar?« »Wen soll ich darunter verstehen?« sagte Fanfalicien, »als jenes liebenswürdige Töchterlein des verstorbenen Fürsten von Buxtehude, dessen Land von seinem Freunde, dem verstorbenen Laudamus, verwaltet wurde, bis das liebe Fräulein herangewachsen sei, welches hier nebst vielen anderen vornehmen Waisenkindern unter meiner Aufsicht in dem Fräuleinstift und der Ritterakademie erzogen wurde. Ach, der gute Laudamus dachte einst, den Jerome mit ihr zu vermählen. Aber ihr wisset, als Jerome nach des Vaters Tod König ward, nahm er all die Länder der Waisenkinder, deren Pflegevater er sein sollte, in Besitz, und befahl seinem Kammerherrn, dem Herrn von Neuntöter, alle die armen Kinder im Fräuleinstift und in der Ritterakademie mit einem Reisbrei zu vergiften, den sie jährlich am Pfingstfeste auf der Eselswiese unter Tanzen und Springen zu verzehren pflegten.
Mich hätte er auch gern umgebracht, aber er weiß nicht, wie mein Ende ist. Als das Fest auf der Eselswiese bestellt war, zogen die unschuldigen Kinder mit Blumen geschmückt hinaus auf die Wiese. Der Reisbrei stand in einer silbernen Schüssel, welche Laudamus dazu gestiftet hatte, botzend unter der großen Linde. Ich ließ die guten Kinder in einem großen Kreise niederknien und singen »Te regem Laudamus, qui nobis dedit hirsemus«. Da kam der Herr von Neun Töter und brachte Zucker und Zimmet von Jerome, welches der König immer sonst selbst drauf zu streuen pflegte. Aber es war dieses Mal Rattengift. Als der Neun Töter sich dem Musbecken nahte, sah ich auf einmal den Geist des Verstorbenen Laudamus ihm entgegentreten. Er sagte, wenn der Jerome nicht selbst den Kindern Zucker und Zimmet bringen will, so will ich es tun. Fliege hin, du Neuntöter! Damit schlug er dem Kammerherrn erst die Zuckertüte und dann die Zimmettüte um die Ohren und sieh da, er flog in einen Neuntöter verwandelt davon. Nun kam der König Laudamus zu mir und sprach, Fanfarlieschen, schöne Füßchen, pfleg und zieh die Kinderlein, bis sie wieder Menschen seien. Nun streute er selbst Zucker und Zimmet auf das Mus und verschwand. Die Kinder hatten all das gesehen und sangen wieder »Te regem Laudamus, qui nobis dedit hirsemus«. Und nun fuhr jedes mit seinem silbernen Löffel in das Hirsemus. Kaum aber hatten sie einen Löffel gegessen, als sie sich alle in Tiere verwandelten. Die Ziege sah in Ziegen, die Ochsenstirner in Ochsen, die Rindsmaul in Rinder, die Schimmelpenning in Schimmel, die Rabenhorst in Raben, die Boxberg in Böcke, die Putlitz in Putane, die Hühnerbeine in Hühner, die roten Hahn in Hähne und so ein jedes Kind nach dem Familienname in ein Tier dieses Namens. Ich führte nun diese ganze Herde in den nahegelegenen Wald in eine große Höhle und ging wieder in die Stadt. Da hörte ich, wie der König Jerome glaubte, der Kammerherr von Neuntöter sei mit den Kindern, statt sie umzubringen, in die weite Welt gelaufen und dass Jerome Boten ausgesendet habe, ihn aufzusuchen. Als er mich nach den Kindern fragte, sagte ich ihm, der liebe Gott wird sich ihrer erbarmen. Weiter sagte ich ihm nichts. Er war sehr zornig auf mich. Und weil er mir das Leben nicht nehmen konnte, so nahm er mir doch alles, was mir Laudamus geschenkt hatte, so dass mir nichts blieb als das Haus und der Hof und Garten meiner Eltern am Tore. Nachts führte ich nun die ganze verwandelte Herde aus dem Wald in mein Haus und habe sie bis jetzt immer in allen standesmäßigen Wissenschaften unterrichtet. Sie sind bereits alle erwachsen und jeder wird seiner Familie Ehre machen. Ach, Fräulein Ziegesar war von allen ein Engel. Sie tanzte alles vom Blatt weg und singt wie der große Tanzmeister. Sie webt und stickt wie eine perfekte Köchin und kocht und backt wie die größte Stickerin. Sie macht Gedichte wie ein Sprachmeister und spricht von allen Sprachen wie ein Dichter. Kurz, sie ist eine der vollkommensten Fräulein der Welt. Und diese hat mir der grausame Jerome mit einem Pfeile durch das linke Ohrläppchen geschossen. Nein, länger wollen wir diese Schmach nicht mehr erdulden. Übergebet einem anderen die Krone, denn Jerome, denket doch nur an seine Laster und niemals an besser dich. So hatte Fanfarlieschen gesprochen. Alles hatte mit der größten Spannung zugehört und der älteste Bürger sagte, »Du erzählst uns sehr merkwürdige Geschichten, aber wenn wir auch einen anderen König wählen, wo kriegen wir denn gleich all die nötigen Minister und Hofkavaliere her, welche alle mit Jerome ausgereist sind? Deine Schürze, aus welcher du sie sonst schüttelst, hat ein Loch und wird jeder durchfallen.« Nun sprach Fanfarlieschen zu dem Pudel, der die Schürze trug. »Herr von Pudel, beiß mich nit! Schwenkt die Fahn wie Wat Laudamus, es ist getan!« Da schwenkte der Pudel die Fahne und verwandelte sich zugleich in den schönsten Fahnenjunker. Und alles anwesende Horn, Wollen und Federvieh verwandelte sich in die hoffnungsvollsten Ritter und Fräulein. Und sie öffnete die Portechés
und die Prinzessin Ziege sah, mit dem verwundeten Ohrläppchen trat heraus und umarmte Fanfarlieschen. Und alle die verwandelten Ritter und Fräulein schrien laut: Oramus laudamus, Fanfarlieschen schöne Füßchen soll regieren und florieren. Da rief die ganze Versammlung dasselbe, und sie nahmen Fanfarlieschen und setzten sie in die Potichés und trugen sie in das Schloss. Und alles war richtig. Sie musste Königin sein. Fanfarlieschen aber machte nun aus allen ihren Zöglingen vornehme Leute. Der Herr von Ochsenstirner wurde Minister des Ackerbaus. Der Herr von Rindsmaul wurde Erzheumerschall. Der Herr von Riedesel Generalobermühlenrat. Der Herr von Rotenhahn wurde Direktor der Feuersbrunst und Hofwetterminister. Und so hatte ein jeder seine Stelle nach seinen Qualitäten. Die Prinzessin Ziegesa ward allgemein verehrt und allgemein bekannt gemacht, wer ihr Gemahl werden würde. Der sollte nicht nur ihr Fürstentum Buxtehude, sondern auch einstens das ganze Königreich Skandalia mit ihr erhalten. So ging nun alles herrlich in der Stadt. Aber der König, Jerome, kriegte einen großen Schrecken, als sie Fanfarlieschen ihm einen Brief nach dem Jagdschloss Munkelwust schickte, worin drin stand, dass er abgesetzt sei und sich nicht mehr dürfe in der Stadt sehen lassen, sonst wolle man ihm den Kopf zwischen den Ohren stecken. Wenn er aber sein Leben ändern, Witwen und Waisen das ihrige zurückgeben und wehmütig in die Stadt besser dich zurückkehren wolle, so solle er vor allem eine fromme Gemahlin nehmen. Die frömmste wäre die Prinzessin Ziegesa von Buxtehude. Hiernach wolle man sehen, ob man ihn wieder zum König aufnehmen könne. Diesen Brief schickte ihm Fanfarlieschen durch den Hofschäfer Mopsus. Und Jerome wurde so zornig darüber, dass er den armen Mopsus die Ohren abschneiden ließ und ihm die Nase breischlug. Und zu diesem Andenken tragen sich bis jetzt alle Mopse so. Der König Jerome, der nun zu Munkelwust lebte, wurde jetzt ganz wie rasend. Er verwüstete alles Land umher und beging 1000 Grausamkeiten. Aber es ging ihm bald übel. Seine Hofleute verließen ihn und sein Geld wurde alle. Er hatte nichts mehr als das Ländchen Bärwalde, welches eigentlich der Fräulein Ursula gehörte und das er ihr noch immer zurückhielt. Die armen Leute aus dem Ländchen mussten alles hergeben, dass er sein wildes Leben fortfahren konnte. Er hatte nur noch wenige Diener und sein Ratgeber war ein großer hölzerner Götze, der bei Munkelwust unter einem dürren Baume stand und Pumpelirio hieß und, wenn man einen Menschen vor ihm schlachtete und ihn mit dem Blut bespritzte, auf alles antwortete, was man ihn fragte. Jerome machte nun bekannt, er wolle sich bessern und eine fromme Frau nehmen. Da ließ er die Töchter seiner Untertanen zusammenkommen und heiratete eine. Aber in der Nacht schleppte er sie vor den Götzen Pumpelirio und brachte sie um und fragte ihn: Pumpelirio Holzebock, sag mir doch, wann die Jungfer Fanfarlieschen schöne Füßchen sterben wird, wann ich komme nach Besserdich. Da fing der Pumpelirio an zu knacken wie nasses Holz im Ofen und sprach mit schnurrender Stimme: Fanfarlieschen blind, Ursulus das Kind, geschwind wie der Wind, Besserdich gewinnt. Jerome wusste nicht, was das heißen sollte. Er bat sich eine Erklärung aus, aber Pumpelirio sprach: Für einen Mord nur ein Wort. Morgen ist auch ein Tag zu Mord und Totschlag. Am nächsten Morgen sagte Jerome, er habe seine Braut nach Haus geschickt, weil er sie nicht fromm genug gewesen sei, und suchte sich eine andere Jungfrau und heiratete sie wieder und brachte sie wieder um vor dem Pumpelirio Holzebock und fragte ihn wieder. Der sagte aber immer dasselbe, und Jerome brachte immer mehr Fräulein um, bis sie endlich seine Grausamkeit merkten und entflohen. Als die guten Leute in Bärwalde hörten, dass ihr Fräulein Ursula bei der Fanfarlieschen lebe, gingen viele nach Besserdich, um die liebe Tochter ihres verstorbenen Fürsten zu sehen.
Sie küssten ihr die Hände und Füße und klagten ihr das Elend, in dem sie durch den Jerum lebten, und wünschten nichts mehr, als dass Ursula bei ihnen sei und sie regieren möge. Ursula weinte sehr über das Unglück ihrer Untertanen und versprach ihnen, mit Fanfarlesien zu überlegen, was zu tun sei. Da zogen die guten Leute wieder ab. Als Fräulein Ursula eben mit Fanfarlesien hierüber sprach, kam ein Bote von König Jerome zu ihr und sagte, wenn Fräulein Ursula seine Gemahlin werden wolle, so wolle er sich bessern. Ursula willigte ein, um nur ihre armen Untertanen trösten zu können. Und Fanfarlesien sagte mit bitteren Tränen zu ihr, »Ich kann dich nicht abhalten. Gib dir alle Mühe, den Jerome gut zu machen. Wenn du es verlangst, soll er seine Krone von mir wiedererhalten. Gehe hin, meine liebste Ursula. Tue alles, was da lebt, Gutes. So wirst du in der Not nicht verderben.« »Ursula, Ursula, große Not, wein dir nur die Äuglein rot. Ursulus, Ursulus, gutes Kind, mach das Fanfarlesien blind. Ursulus, Ursula, Ursulum, bin ich blind, so komm ich um. Schau dich um, ich bitt dich drum.« Dann umarmten sie sich und weinten miteinander bitterlich. Und Ursula zog mit dem Boten zum Tor hinaus zu dem König Jerome. Fanfarlesien aber stand auf dem Schlossturm und sah ihre liebe Ursula in ihrem weißen Hochzeitskleid fort über die grünen Wiesen ziehen. Und so oft Ursula sich nach Besserdich umsah und mit ihrem weißen Tüchlein winkte und sich die Augen trocknete, musste der Fahnenjunker Pudelbeiß mich nit die schwarze zerrissene Schürzenfahne auf dem Turm schwenken. Wozu Fanfarlesien immer sang, »Ursula, Ursula, große Not, wein dir nur die Äuglein rot. Ursulus, Ursulus, gutes Kind, mach das Fanfarlesien blind. Ursulus, Ursula, Ursulum, bin ich blind, so komm ich um. Schau dich um, ich bitt dich drum.« Dazu bliesen die Türme eine sehr betrübte Melodie auf den Posaunen. Und dies währte so lange, bis ein Wald die Ursula und den Boten des Jerome verbarg. Ursula ging traurig neben dem Boten durch den Wald und dachte immer nach, was doch der wunderbare Gesang Fanfarlesiens bedeuten möge. Aber sie konnte ihn auf keine Art begreifen. Da hörte sie auf einmal einen Vogel ganz jämmerlich schreien und sah, wie er ängstlich um einen Baum herumflatterte. Da schaute sie recht hin und erblickte einen großen Marder, der am Baum heruntergeschlichen kam und sich dem Neste des Vogels nahte, um ihm seine Jungen zu fressen. Da nahm Ursula einen Stein und warf ihn so geschickt nach dem Marder, dass er tot von dem Baume herunterpurzelte. Oh, wie froh war nun der Vogel! Er flog erst zu seinen Jungen und dann sah er, dass sie noch alle gesund waren. Da flog er immer um Ursulas Haupt und vor ihr her von Baum zu Baum, machte die rührendsten Bewegungen, als wolle er ihr Dank sagen und sang auf allerlei Weise, bis er sie am Abend verließ, wo sie ihm noch ein Stückchen von dem Kuchen, den ihr Fanfarlesien mit auf die Reise gebacken hatte, für seine Jungen mitgab. Nun ward der Weg immer trauriger und öder. Verbrannte Hütten und zerstörte Gärten waren am Weg. Sie hörte in der Ferne einen traurigen Gesang, und das Herz ward ihr entsetzlich schwer. In der Ferne ging die Sonne ganz rot unter und man sah in eine wilde schwarze Bergschlucht voll Dampf und Qualm. Hier und da am Weg stand ein dürrer Baum, von dem die Eulen herunterschrien, »Hu, hu, oh weh! Hu, hu, oh weh!« Ach, das Herz ward Ursula immer schwerer. Und sie fragte den Boten, der bis jetzt immer stumm neben ihr hergegangen war, »Ach, mein Herz bricht in der Brust. Sind wir bald in Munkelwust?« Da sagte der Bote, »In der Schlucht liegt Munkelwust. Hier am Baum du warten musst, bei dem Pumpelirio. Jerome macht es immer so. Setz dich an die Felsenstufen, ich will dir den Bräutigam rufen.« Und da verließ er die Ursula unter einem großen dürren Baum, wo der böse Pumpelirio Holzebock auf einem Felsen stand, und lief nach dem Tale hinunter. Ursula war in der entsetzlichsten Angst. Die Nacht brach an, die Eulen schrien auf dem dürren Baum, der Mond ging blutrot hinter dem Pumpelirio Holzebock auf.
Ursula war sehr müde und setzte sich ins Gras und begann bitterlich zu weinen. Da hörte sie wieder den traurigen Gesang und es kam immer näher und näher durch den Nebel. Sie sah eine Reihe von weißen Jungfrauen auf dem Platz ziehen. Sie hatten Brautkränze auf und waren alle ganz bleich. Und in der Brust hatte jede ein Messer stecken, sodass das Blut über ihre weißen Röcklein niederfloss. Sie zogen über die Grasspitzen weg, als wären sie von Luft, und sangen mit feiner Stimme: »Willkommen, willkommen, du Jerome-Braut, ein Messer ins Herz, das heißt getraut. Ach, ohne Kreuz und Segen liegen im Schnee und Regen bald hier deine Beinelein im Sonnen- und im Mondenschein. Im Baum, da schreien die Raben, ach, wär ich doch ehrlich begraben.« Ursula war in der fürchterlichsten Angst und riss von Bangigkeit das Gras aus der Erde. Da schrie auf einmal eine der weißen Jungfrauen sie an. »O weh, was raufst du meinen Kranz? Morgen musst du auch an den Tanz!« Da sprang Ursula auf und wollte fliehen, aber sie fiel über einen Hügel, da schrie eine andere sie an. O weh, was trittst du auf mein Herz? Morgen leidest du denselben Schmerz!« So ging das immer fort. Sie mochte fliehen, nach welcher Seite sie wollte, immer trat ihr eine jener Jungfrauen in den Weg und schrie bald: »O weh, mein Arm! O weh, mein Bein! O weh, mein Leib!« Und so weiter. Da stand Ursula endlich still und fragte: »O ihr armen Jungfrauen, wer seid ihr und was wollt ihr von mir?« Da sangen sie: »Jeromes Frauen von gestern sind wir, Messerschwestern. Jeromes Weib von heute, morgen gehst du uns zur Seite. Bete fleißig, denn gar oft kömmt das Messer unverhofft. Im Baume schreien die Raben, ach, wären wir ehrlich begraben. Fort von hier, von Hirio, weit vom Pompelirio, weit vom Holzebocke, hübsch mit Kreuz und Glocke, mit Gesang und Posaunenspiel, gib uns Ruhe und kost nicht viel.« Da antwortete ihn Ursula: »Ach, wenn es mir möglich ist, sollt ihr gewiss begraben werden, unter zarten Blumenrasen, in dem Schatten grüner Linden, wo die frommen Lämmer grasen, sollt ihr euer Bettlein finden. Und ein kühler Marmorbronnen soll da bei der Linde springen, an jed Bettlein hingeronnen, kühlen Born wohl jeder bringen, dass ihr könnt die heißen Schmerzen eurer schreienden Wunden kühlen und das Blut zerrissener Herzen von dem weißen Schleier spülen. Ach, wenn Gott euch wird erwecken, sollt ihr für den Mörder bitten. Ringsum blühen Rosenhecken und ein Kreuz steht in der Mitten. Will der Herr mein Blut auch haben, soll man zu des Kreuzes Füßen euch zur Seite mich begraben, bis uns all die Englein grüßen.« Während Ursula diese Worte recht von Herzen sprach, sahen die Jungfrauen sie mit rechter Liebe an. Und jede zog ihr Ringlein vom Finger, und sie flochten sie ineinander wie eine Kette und zogen Blumen durch, dass es eine Krone ward. Die setzten sie der Ursula auf das Haupt und sangen: »So viel Ringe, so viel Bräute, so viel Messer, so viel Herzen, so viel Wunden. Ach, du arme Braut von heute, ach, dir geht es auch nicht besser, ach, du hast die bitteren Schmerzen alle bald wie wir empfunden.« Da krähte aber der Hahn und sie schwebten über die Wiese weg. Ursula fühlte sich ruhiger. Sie sahen im blauen Himmel die Sterne an und da glänzte das Gestirn, das man in den großen Bär nennt, ihr besonders tröstlich in das Herz. Da gedachte sie recht innigst an ihre verstorbenen Eltern, den Fürsten Ursus und die Fürstin Ursa von Bärwalde, welche sie nie gesehen hatte, und sprach: »Ach, mein geliebter Vater und meine liebe, teure Mutter, ich habe euch nie gekannt, aber ich liebe euch doch wie ein frommes Kind. O, verlasst mich nicht in meiner tiefen Angst, schaut auf euer armes Töchterlein, ich will ja alles ruhig ertragen, was über mich bestimmt ist.« Als diese Worte recht von Herzen gesprochen hatte, siehe, da war es, als wenn die zwei Sterne am Himmel zusammenstießen und als wenn einer davon in den Schoß der guten Ursula herabfiele.
aber sie fand nichts. Ihr Herz war aber sehr gestärkt und ihre Seele ganz voll frischen, freien Mut. Schon stand der Mond tief über den dunklen Waldschlucht, worin Munkelwust lag, als sie auf einmal ein wildes Horngetön erklingen hörte und aus dem Waldgrund herauf Pferdegetrapp tönte. Sie richtete sich auf und trat auf einen Felsen. Da sah man sie einen Reiterzug mit brennenden Fackeln heransprengen, dass die Funken und die brennenden Pechtröpfen rings in das dürre Laub fielen und die Flammen prasselnd durch die Büsche herumzischten. Sie sprengten im Galopp heran. An ihrer Spitze saß Jerome im roten Mantel auf einem getigerten Rosse. Auf seinem Helm war das Bild eines Drachen. Seine langen schwarzen Haare wehten wie die Mähne seines Rosses im Wind und an seinem Gürtel hatte er eine breite Scheide hängen, worin viele Messer staken. Sie sangen ein wildes Lied, welches also lautete: Juch, juch, über die Heide, 50 Messer in die Scheide, reitet Jerome auf die Freite, schürz dich, Braut, zur Hochzeitsreite. So schrecklich das auch klang, konnte Ursula doch nicht mehr erschrecken. Sie stand in wunderbarer Schönheit auf dem Felsen, gerade dem hässlichen Pompelirio Holzebock gegenüber. Und als der König Jerome heransprengte, wehte sie ihr mit ihrem Tüchlein entgegen. Und da die Reiter mit den Fackeln um sie herstanden und Jerome von ihr wunderbarer Schönheit und ihrer schönen Hochzeitskrone, die ihr die Geisterfräulein geflochten hatten, ganz geblendet zu ihr hinritt, streckte sie die Hand gegen ihn aus und sprach: »O Jerome, Jerome, sei willkommen, nimm deine Braut und werde fromm. Im Baum, da schreien die Raben, ach, werden wir ehrlich begraben. Drum sollst du mir erst versprechen, willst du mich auch erstechen, begrab mich und die Mägdelein in einem kühlen Lindenhain, unter den grünen Rasen, wo fromme Lämmer grasen, wo ein klarer Bronnen kömmt an das Herz geronnen. Ein Kreuz steh in der Mitten, da will ich ruhen zu Füßen und für den Mörder bitten, wenn mich die Englein grüßen, dass ihnen Zorn und Schrecken der Herr nicht mög erwecken.« Als sie diese liebseligen Worte sprach, schüttelte sie ihr Haupt, und die Ringlein klingelten in der Krone, und in der Luft hörte man singen: »Fort von hier, von Hirio, weit vom Pumpelirio, weit vom Holzebocke, hübsch mit Kreuz und Glocke, Chorgesang und Posaunenspiel, gib uns Ruh und kost nicht viel.« Dem Jerome ging das durch Mark und Bein. Er zitterte, dass ihm die Messer in der Scheide tanzten, und schrie mit verzweifelter Stimme gegen Ursula: »Was sein soll, das muss geschehen, nichts kann dem Geschick entgehen. Ach, ich möcht nicht und muss. Oh, ich armer Jeromius!« Da knackte auf einmal der Pumpelirio Holzebock so gewaltig, als wolle er in der Mitte auseinanderplatzen, und Jerome riss die arme Ursula vom Felsen und fasste sie in der Mitten und schwang sie auf sein Ross. Hei, wie sind sie geritten nach Munkelwust ins Schloss. Mehrere Wochen war Ursula schon die Gemahlin des bösen Jerome. Und sie war so gütig und so fromm und so schön und so mild, dass er ganz tiefsinnig wurde und über sein böses Leben nachdachte. Ach, seine Stadt Besserdich lag ihm immer im Sinn. Ursula sprach immer von Besserdich, aber er schämte sich, gedemütigt an den Ort zurückzukehren, wo er immer ein übermütiger Herr gewesen war, und wurde dann oft plötzlich von Zorn und Wut überfallen. Man ritt im Land herum und tat viel Böses. Ach, dachte dann Ursula, wenn mir Gott ein liebes Kind schenkte, das ihm freundlich wäre, vielleicht würde sein wildes Herz gerührt werden, wenn es ihm freundlich anblickte und ihm seine kleinen Hände entgegenstreckte. Sie betete darum immer sehr fleißig zu Gott, und wenn sie abends allein am Fenster saß und den wilden Jerome von seinen Streifereien zurückerwartete, so blickte sie immer nach dem Gestirn des großen Bären und dachte ihrer verstorbenen Eltern und streckte die Hände gen Himmel. Ach, wenn ich nur ein Kind hätte! Den einzigen Trost hatte sie in ihrem elenden Leben, dass die armen Leute aus Bärwalde die Bedrückung des Jerome leichter zu ertragen schienen, seit die liebe Tochter ihres ehemaligen Fürsten bei ihnen war. Auch tat sie, wo sie konnte, ihnen Gutes,
und redete ihn freundlich zu. Das Traurigste aber war ihr, dass Jerome niemals erlaubte, dass sie an Fanfarlieschen schreibe und dass er schon einige Boten dieser ihrer einzigen Freundin hatte ermorden lassen. Als sie nun einstens abends einsam und traurig am Fenster saß und auf Jerome wartete, der seit mehreren Tagen nicht mehr heimgekehrt war, war der Himmel ganz trüb und ihr liebes Gestirn nicht zu sehen. Und wie sie so an den wilden Bergwänden hinaufblickte, hörte sie wieder jenen traurigen Gesang, und die weißen Jungfrauen zogen ums Schloss herum und sangen sehr traurig. Im Baume schreien die Raben, ach, wären wir ehrlich begraben, fort von hier, von Hirio, weit vom Pumpelirio, weit vom Holzebocke. Hübsch mit Kreuz und Glocke, Chorgesang, Posaunenspiel, gibt uns Ruh und kost nicht viel. Worauf sie verschwanden. Da nahm sich Ursula fest vor, nicht zu ruhen noch zu rasten, bis die Fräulein begraben wären. Bald darauf hörte sie wilden Hörnerklang und sah die Fackeln durch den Wald reiten und hörte den wilden Gesang von Jeromes Zug. Juch, juch, über die Heide, 50 Messer an einer Scheide! Sie eilte hinab an das Tor, ihren Gemahl zu empfangen, aber er sprengte so wild herein, dass sie das Pferd gegen die Treppe schleuderte. Als Jerome absteigen wollte, raffte sie sich auf und hielt ihm den Steigbügel. Er redete aber nicht freundlich mit ihr und bat sie nicht um Vergebung. Finster stieg er die Treppe hinauf und die arme Ursula folgte ihm nach. Er setzte sich auf seinen Stuhl und redete kein Wort. Sie konnte es vor Jammer nicht mehr aushalten und warf sich vor ihm auf die Knie und weinte und sprach: »Ach, mein Gemahl, was habe ich dir zuleide getan?« Er antwortete nicht. »Oh, ich Unglückliche«, rief sie, »ich hatte mich so auf deine Heimkehr gefreut. Ich hatte dich recht innig bitten wollen. Du möchtest begraben die Mägdelein in einem kühlen Lindenhain.« Weiter konnte sie vor Tränen nicht sprechen. Sie legte ihr Haupt in seinen Schoß. Und als die Ringe in ihrer Krone so rasselten, zitterte Jerome am ganzen Leibe. Plötzlich fasste er mit seiner Hand an ihr Ohr und schrie wie erschreckt: »O wahr, wahr, wahrlich wahr! Du musst auch zu der Schabären Ursula, der Schuss! Oh, ich armer Jerome! Oh, ich armer Jeromius!« »Was fehlt dir, lieber Jerome?« sagte Ursula, »dass du so traurig redest.« Da erwiderte er: »Nichts, mein Weib. Aber stehe auf, wir wollen gleich dahin gehen, wo die Mägdelein sollen begraben werden. Ich habe den Lindenhain gefunden, ich will ihn dir zeigen.« Das sagte er so kalt, dass Ursula zitterte und sprach: »Ach, Jerome, hast du mich ein bisschen lieb? Jetzt nicht, der Himmel ist trüb.« Er aber sprach: nur fort, der Himmel grau, der ist so recht zur Totenschau.« Da zog er sie zum Schloss hinaus und zog mit ihr in den Weg hinauf nach dem Pumpelirio Holzebock. Da sprach sie: »Ach, Jerome, ach, kein Lindenhain wird auf dem Weg zu finden sein.« Er aber sprach: »Nur fort, und ist kein Lindenhain, so finden wir doch Totenbein.« Da weinte Ursula sehr und klammerte sich an ihn und sprach: »Ach, Jerome, ich flehte zum Himmelsthron, dass Gott uns schenke einen kleinen Sohn.« Er aber zerrte sie weiter den Berg hinauf und sprach: nur fort, es heult der Wind, er wiegt der Bären ihr schwarzes Kind.« Da sie aber oben waren, ging der Mond ganz blutig auf und Ursula sprach: »Ach, Jerome, der Mond ist blutig rot. Ach, Jerome, stich mich heute nicht tot.« Er aber sprach: »Nur fort, es ist der Abendschein, er scheinet in den Lindenhain.« Da kam sie den Berg hinauf, auf die öde Heide, und Ursula sprach: »O, Jerome, wie die Wolken fliehen, wie sie so wild vor dem Monde ziehen.« Er aber sprach: »Nur fort, das sind die Lämmer klein, sie ziehen nach dem Kirchhof dein.« Und immer riss er sie weiter fort, ach, dass die Dornen ihr Röcklein zerrissen, und Ursula sprach: »O, Jerome, die Dornen zerreißen mich, kehre um, ich bitte dich.« Er aber sprach: »Nur fort, es ist der Rosenhain, er schließe dringst den Kirchhof ein.« Und nun kamen sie an den dürren Baum, wo der Pumpelirio Holzebock stand, und Ursula sprach: »Ach, Jerome, da ist der dürre Baum, das ist der wüste, öde Raum.
Das ist der Pompelerio Holzebocke. Ach, hörst du, wie die Raben schreien? Er aber sprach, hier ist der kühle Lindenhain. Hier läutet eine Glocke, hörst du, wie der neuen Töter schreit? Du musst sterben, halt dich bereit. Da sank sie auf die Knie und sprach, ach, Jerome, sag mir doch, warum bringst du deine arme Ursula um? Da sprach er, weil du nur eine Bärin bist, die mich betrog mit böser List. Bei besser dich gleich an dem Tor schoss ich den Pfeil dir durch das Ohr. Die Narbe habe ich gefühlt, als ich mit deinen Locken spielt. Und jetzt so muss ich dich erstechen, um Fanfarlies den Schwur zu brechen. Mach fort, der Neuntöter schreit. Sterben musst du, halt dich bereit. Ursula kniete nieder, um zu beten. Und Jerome suchte eins von seinen 50 Messern heraus und fing es an zu wetzen. Wie Ursula die Hände gen Himmel hob und betete, sah sie plötzlich das Gestirn des großen Bären erscheinen und es zuckte wieder wie damals, als sie zuerst hier betete und es fiel wieder wie ein Stern in ihren Schoß nieder. Da war sie auf einmal wunderbar getröstet und stand auf und sprach, »Herr, ist dies der Lindenhain, wo ich soll begraben sein? Sag!« »Wo ist der kühle Bronnen, der zum Grabe kömmt, geronnen?« Jerome sprach da, »Aus der Brust soll er dir springen, wenn ich werd das Messer schwingen.« Da griff er nach dem Messer, das er geschliffen und neben sich gelegt hatte. Aber fort war es. Er konnte es nicht mehr finden. Da sagte er zu Ursula, »Bete nur noch ein wenig.« Sie kniete nieder und betete fort. Er nahm ein anderes Messer und wetzte es und legte es wieder hin und rief, mach fort, der Neuntöter schreit, sterben musst du, halt dich bereit. Ursula nahte sich still und sprach wieder, Herr, ist dies der Lindenhain, wo ich soll begraben sein? Sag, wo ist der kühle Bronnen, der zum Grabe kömmt, geronnen? Da sprach er wieder, aus der Brust soll er dir springen, wenn ich werd das Messer schwingen. Aber das Messer war wieder fort. Er konnte das nicht begreifen und ließ sie wieder beten und wetzte wieder und sie kniete hin und betete für den Jerome recht von Herzen. Er rief wieder, der Neuntöter schreit, halt dich bereit. Sie nahte wieder mit denselben Worten, das Messer war wieder fort und so ging das, bis 49 Messer fort waren. Da hielt Jerome das 50. Messer fest in der Hand und schwang den Arm und wollte es ihr in das Herz stoßen, aber auf einmal hielt er ein und hatte einen lauten Schrei und ließ den Arm sinken. Denn es flog ein Messer vom Himmel herunter auf seinen Arm und stach ihm in die Hand durch und durch, wo er hinfloh, fielen Messer auf ihn und verwundeten ihn hier und dort. Ursula lief auf ihn zu und umarmte ihn und bedeckte ihn mit ihren Armen. Aber die Messer fielen überall auf ihn, bis sie alle heruntergefallen waren. Da hörte man die Hörner von Jeromes Gefolg. Da leuchteten die Fackeln heran. Sie zogen aus, ihren Herrn zu suchen und fanden ihn mit Wunden bedeckt. Und Ursula, die ohnmächtig bei ihm lag. Seine Diener waren sehr erschrocken. Sie zogen ihm die Messer aus den Wunden, verbanden ihn so gut sie konnten und brachen Äste von den dürren Baum auf, welche sie ihn und Ursula legten und dann nach Hause brachten. Dabei sangen sie, Juch, juch über die Heide, 50 Messer in einer Scheide, 50 Messer in Mannes Leib, durch Ursula das böse Weib. Über ihn flog der Neuntöter und schrie sehr heftig. Und neben dem Zug schwebten die weißen Jungfräunlein über die Erde hin und sangen, 50 Messer in Mörders Leib, ihr könnt nicht retten sein treues Weib. Das alles war sehr betrübt. Als sie sich Munkelwust nahten, sahen sie das ganze Schloss erleuchtet. Da ließ der Führer den Zug halten, nahte sich dem Jerome, der sich etwas erholt hatte, und redete mit ihm heimlich, worauf sich der Zug trennte. Die mit den Fackeln zogen mit Jerome in das Schloss. Der Führer aber und sein Sohn blieben mit der armen Ursula zurück. Als der Zug schon in das Schloss herein war, trugen sie die Ursula an einen alten hohen Turm des Schlosses, in welchem gar kein Fenster war. Da legten sie dieselbe an die Erde, gingen weg und mauerten die Türe zu und warfen eine Menge Disteln und Dornen davor.
Die arme Ursula mochte wohl ein paar Stunden in dem dunklen Turm gelegen haben, als sie etwas Kühles an den Augen und Wangen spürte und erwachte. Das erste Wort, das sie aussprach, war: »Ach, mein teurer Herr und Gemahl, lebst du noch? Oh, wenn Gott nur deine Diener herführte, dich mit deinen vielen Wunden aus der dunklen Nacht nach Hause zu bringen. Ich will dich so treulich pflegen und heilen, dass du mich gewiss lieb gewinnen sollst. Oh, mein Gemahl, antworte mir. Wehe mir, haben dich die fallenden Messer getötet, konnte ich keines mit meinem Leibe dich bedeckend von dir abwenden.« Da die arme Ursula, welche glaubte, sie sei noch an dem schrecklichen Orte bei dem bösen Pompellirio Holzebock, keine Antwort erhielt, richtete sie sich auf und suchte herum, den Leichnam ihres Gemahls zu suchen. Aber wie erschrak sie, da sie sich rings von kalten Mauern umschlossen fühlte. »O allmächtiger Gott«, rief sie aus, »wo bin ich? Was ist aus mir geworden? Weh! Weh, ganz allein! Erde und Himmel sind von Stein! Ach, kein Mond, kein Sternenschein und kein Lüftlein grüßt herein und es singt kein Vögelein! Weh, weh, ganz allein!« Da sprach eine Stimme zu ihr mit freundlichem Tone: »Erschrick nicht, liebe Ursula, ich bin da. Erinnerst du dich wohl des Vogels, dessen Junge du von dem Marder durch einen Steinwurf befreitest und mit dem du deinen Kuchen teiltest, da du durch den Wald nach Munkelwust reistest?« »Oh ja«, sprach Ursula, »aber was soll dieser Vogel? Wer bist du? Sage mir um Gottes Willen, wo ist Jerome, mein armer Gemahl, und wie komme ich an diesen Ort?« »Ich bin dieser Vogel«, antwortete die Stimme. »Setz dich wieder an die Erde und erlaube mir, auf deine Hand zu setzen. So will ich dir alles erzählen, was du mich gefragt, und noch viel, viel mehr. Aber fasse Mut und vertrau auf Gott, du bist sehr unglücklich. Aber keiner ist so allein und wäre Erd und Himmel von Stein und schiene kein Mond, kein Sonnenschein und grüßte ihn kein Lüftelein und sänge ihm kein Vögelein, wird doch in seinem Herzen rein der liebe Gott stets bei ihm sein.« Da setzte sich Ursula an die Erde und legte ihren Kopf gegen die harte Steinwand und streckte die Hand aus und sprach: »Komm, lieber Vogel, setze dich auf meine Hand. Ach, du bist fromm, und ich will Gott vertrauen, und wäre mein Elend noch so groß.« Da flog der Vogel auf ihre Hand. Sie zog sie an sich und drückte ihn an ihre Wangen, die er sanft mit den Flügeln streichelte. »Deine Flügel sind ja nass«, sprach Ursula. »Ja, liebe Ursula«, sagte der Vogel, »ich habe sie in kühles Quellwasser getaucht und habe flatternd dein Gesicht hiermit gesprengt, damit du aus der Ohnmacht erwachest.« »Oh, wie gut bist du«, erwiderte Ursula. »Was bist du denn für ein Vogel?« »Frage nicht«, sagte der Vogel, »ich habe einen hässlichen Namen.« Da erwiderte Ursula: »Sage ihn mir nur, du hast dich so gut gegen mich gezeigt. Ich will dich lieben und wärest du auch ein Neuntöter.« »Der bin ich«, sagte der Vogel, »und höre nun alle still an, denn ich habe noch viele Geschäfte für dich.« »Erzähle«, sagte Ursula, »ich unterbreche dich nicht wieder.« Da sprach der Neuntöter also: »Du weißt, nach dem Tode von Jeromes Vater, dem guten König Laudamus, führte Fanfalesien wie gewöhnlich ihre Waisenkinder zu dem Hirsenmoosfest auf die Eselswiese. Der böse Jerome wollte den Kindern, statt ihnen wie sein verstorbener Vater Zucker und Zimmet auf den Brei zu streuen, Gift draufstreuen lassen, damit sie alle sterben müssten, weil er wusste, dass die Erbin von Berwalde dabei sei, welches Ländchen er gern gehabt hätte. Ich, Unglücklicher, war der Kammerherr von Neuntöter und sollte das Gift auf das Moos streuen. Da erschien der Geist des verstorbenen Laudamus und verwandelte mich zur Strafe in einen Neuntöter, und als ein solcher Vogel habe ich bis jetzt im Walde gelebt. Du kannst dir denken, wie es mich rührte, dass du, die ich dich doch auch mit den anderen vergiften wollte, mir so große Wohltaten erwiesest. Und seit dieser Zeit habe ich nie wieder von anderen lebendigen kleinen Vögeln gelebt, was sonst die Art der Neuntöter ist. Sondern ich habe mir große Gewalt angetan und habe nur schädliche Fliegen und Würmer und Samen von Unkraut gefressen.
Immer habe ich mich gesehnt, dir für deine Wohltaten dankbar werden zu können. Und endlich habe ich die Gelegenheit gefunden. Ich flog oft um das Schloss Munkelwust und belauerte alles. Da habe ich dann auch gehört, wie Jerome zu seinen alten Diener sprach, als er das letzte Mal nach Hause ritt. Rüste alles zum Empfang der Königin Würgipumper im Schlosse zu. Morgen kommt sie hier an, ich bin schon mit ihr vermählt. Heute Nacht steche ich die Ursula bei dem Pumpelirio Holzebocke tot. Ach Gott, ist das wahr, Neuntöter? Rief da Ursula aus. Ist das wahr? Ja, es ist wahr, sagte der Vogel. Die neue Königin ist da. Ach, lieber Gott, sagte Ursula. Ich bitte dich, mache, dass Würgipumper recht gut und fromm sei, dass sie ihm noch mehr Liebe erweise als ich, dass sie ihn recht pflege in seiner Krankheit. Gott segne ihn, dass sie ihn auf gute Wege und wieder in seine Stadt besser dich führe. Nun erzähl weiter, lieber Neuntöter. Oh, wie bist du gütig, Ursula! Du betest für deinen Mörder, sagte der Vogel. Rede nicht so hart von dem unglücklichen Jerome. Gott der Herr möge uns alles verzeihen, versetzte Ursula. Ach ja, seufzte der Vogel und sprach fort. Als ich gehört hatte, dass du sterben solltest, flog ich auf den dürren Baum bei dem hässlichen Pumpelirio und wartete auf dich. Und als Jerome sein Messer wetzte und du knietest und für ihn betetest, musste ich vor unendlichen Grimm laut schreien. So oft er nun eines von seinen 50 Messern geschliffen hatte und neben sich legte, flog ich von der Nacht versteckt herzu und nahm das Messer weg und trug es auf den Baum. Das letzte aber hielt er fest in der Hand. Ach, da zitterte ich für dein Leben und mein Zorn ward so groß, dass ich eines seiner früheren Messer auf seine Hand herabfallen ließ, mit welcher er soeben dein liebestreues Herz durchbohren wollte. Meine Kinder und Freunde, welche still auf dem Baum gesessen, wurden nun auch so ergrimmet als ich, denn ich hatte ihnen erzählt, dass du von ihnen einst den Marder abgehalten. Und da ergriffen sie alle die anderen Messer und ließen sie auf den bösen Jerome fallen. Ach, in welcher Angst war ich, da du ihn mit deinem Leibe vor den fallenden Klingen schützen wolltest. Du möchtest verletzt werden, aber ich konnte ihren Zorn nicht abwehren. Doch der liebe Gott hat dich beschützt. »Was du erzählst, ist schrecklich und traurig«, unterbrach Ursula den Vogel. »Aber sage mir wo, um Gottes Willen, ist Jerome noch am Leben? Wird er wohl wieder gesund werden? Und wo bin ich denn? Werde ich je wieder aus diesen dunklen Mauern kommen?« Da erwiderte der Vogel, »Jerome ist schwer krank, aber ich zweifle nicht, er wird genesen. Gott wird ihn noch nicht sterben lassen, ehe er sein schweres Unrecht eingesehen und bereut hat. Denn als man ihn mit dir nach Munkelwust zurückbrachte, machten seine Diener in der Nähe des Schlosses, welches wegen der Ankunft der neuen Königin schon prächtig erleuchtet war, Halt und fragten ihn, was sie mit dir anfangen sollten. Da sagte er, sie sollten dich umbringen und begraben. Aber dein Anblick rührte sie, und da haben sie dich in den alten Turm des Schlosses gelegt und haben ihn vermauert. Gott hat es gefügt, dass ich, um dir nah zu sein, in den letzten Tagen mein Nest da oben in dem Dache gebaut. Und so denke ich denn, dass Gott es mir auch künftig vergönnt, an dir das Böse, das ich als Mensch getan, wieder gut zu machen. Gott sei gelobt und gepriesen, sagte Ursula. Ach, wenn ich nur den lieben Sternenhimmel sehen könnte. Das würde mich recht stärken und trösten. Das sollst du, liebe Ursula, erwiderte der Vogel. Überhaupt, fasse Mut. Alles, was ich nur auf Erden vermag, soll dazu dienen, dir dein Leben erträglich zu machen. Das Dach des Turmes ist ziemlich lose. Ich will mit meinen Freunden Löcher hineinmachen, dass du den Himmel sehen kannst. Und wenn es regnet, wollen wir es mit Strohhalm und Moos decken. Ach, liebe arme Ursula, lass mich nur sorgen. Ich habe den Kopf voller Gedanken, dir Freude zu machen. Wenn mir nur die Hälfte gelingt, sollst du in vielen Stunden glücklicher als manche Prinzessin sein. Wenigstens glücklicher, als du es auf dem Schlosse Munkelwust warst. Lebe wohl, jetzt sorge ich dir vor allem für ein Lager und für Licht und für einige Erquickung. Nach diesen Worten flog der gute Vogel in die Höhe des Turms. Und Ursula rief ihm nach. Dank und Ehre und Preis sei Gott im Himmel, der dich, guten Vogel, bewogen hat, mich zu erhalten, damit ich fromm sei und beten kann. Kaum war der Neuntöter oben auf dem Turm angekommen, als er mit seinen anderen Gehilfen an einigen alten Ziegeln mit dem Schnabel den Kalk loshackte.
und nach einigen Minuten hörte man die losen Steine über das Dach herunterrasseln und draußen auf die Erde fallen. Ach, da sah der liebe blaue Sternhimmel hinunter in den Turm, in die Augen, in das liebe treue Herz der frommen Ursula, wie in einen tiefen Brunnen voll Schmerz und Bitterkeit. Aber sein milder Schein brachte Friede und fromme Ergebung herein. Ursula lehnte ihr Haupt gegen die Mauer und sah ruhig hinauf. Da erkannte sie das Gestirn des großen Bären, das ihn ihre Eltern erinnerte, mit viel Freude und betete recht fromm zu Gott für ihre Eltern und den grausamen Jerome und für Fanfalesien und fiel dann in einen sanften Schlummer. Gegen Morgen wurde sie von angenehmem Gesange erweckt. Da sah sie an den offenen Stellen des Daches mehrere Rotkehlchen und Distelfinken und Schwalben sitzen, die immer herabguckten und außerordentlich schön sangen. Und da sie sich aufrichtete, kam der Neuntöter herabgeflogen und brachte in seinen Klauen einen Zweig voll der schönsten Kirschen, der so groß war, dass er ihn kaum tragen konnte. Er flog auf die Hand der Ursula und gab ihr den Zweig und sprach: »Da hast du vorerst eine kleine Erquickung. Bald soll mehr kommen. Jetzt lass uns vorerst sehen, wie Boden und Wände hier beschaffen sind.« Ursula dankte und aß die süßen Kirschen, und dann besahen sie den ganzen Raum. Der Turm war so geräumig als eine kleine Stube. Die Wände waren raue Steine, und da Ursula daran herumwühlte, fand sie ihn in der einen Seite sehr warm. Da sagte der Vogel: »Ja, ja, ich weiß schon. Gleich daneben ist die Schlossküche und der Feuerherd steht dicht hier an der Wand.« »Du hast recht«, sagte Ursula. »Jetzt erinnere ich mich. Aber da fällt mir so etwas ein. Durch die Küche läuft ja auch ein fließendes Bächlein gerade unter dem Herd weg. Sollte das nicht auch unter dem Turm weglaufen?« Da legte sie sich an die Erde und horchte und hörte es murmeln und rief voll Freude: »Ach, das lebendiges Wasser! Das muss geöffnet werden«, sagte der Vogel, »damit du dich waschen und trinken und auch ein bisschen kochen kannst. Lass mich nur sorgen. Erst wollen wir den Boden fegen, damit du dein Bettlein machen kannst.« Nun pfiff er in der Vogelsprache in die Höhe, und viele Vögel schwebten sanft herab und pickten alle Steinchen und Späne auf, die am Boden lagen, und trugen alles so sorgsam zum Dach hinaus und fegten dann mit ihren Flügeln so rein, dass der Boden wie eine Tenne sauber wurde. Nun flogen sie weg und brachten eine Menge trockenes Moos und Wolle, welche die Schafe an den Dornen hatten hängen lassen, und fuhren so lange damit fort, bis so viel beisammen war, dass Ursula sich ein recht weiches Lager daraus bereiten konnte. Als dies fertig war, kam der Neuntöter wieder und brachte einen großen Maulwurf. Den setzte er an die Erde und sprach: »Da habe ich einen Bergknappen gebracht, der soll uns nach dem Brunnen wühlen.« Der Maulwurf scharrte gleich munter drauf los. Da er aber bald an das Wasser kam, so hörte er auf und ließ sich wieder hinwegtragen. Ursula räumte mit einem Stein nun die Erde hübsch auf und hatte nun ein schönes Bächlein durch ihren Turm laufen, dessen Rand sie mit Steinen auslegte und dessen Grund sie mit bunten Kieseln belegte, die ihr die Vögel brachten. Von der aufgewühlten Erde machte sie sich einen kleinen Herd und eine Bank. Mit diesen Arbeiten ward es Mittag. Die Sonne schien gerade vom Himmel in den Turm herein, und Ursula konnte durch die Wand den Bratenwender in der Küche schnurren hören. Da kam auf einmal der Vogel geschwinde den Turm herabgeflogen und trug ein gebratenes Rebhuhn in seinen Klauen und sprach: »Nimm, liebe Ursula, das hatte sich der Koch beiseite gelegt. Ich bin durch den Rauchfang in die Küche und habe es für dich geholt.« Dann brachte er ihr auch Brot. Und während sie aß, sprach er: »Denk dir, wie gerecht der Lohn des Himmels ist. Die zwei bösen Diener Jeromes, welche dich hier herein vermauert, sind von den Ziegelsteinen, die ich von dem Dach losmachte, damit du den Himmel sehen sollst, totgeschlagen worden. Jetzt weiß niemand, dass du hier bist, und ich kann mit niemandem reden als mit dir. Nun wirst du wohl lange hier bleiben müssen.« »Wie Gott will«, sagte Ursula und bat den Vogel, er möge ihr nur recht viele Wolle verschaffen und eine Spindel, damit sie spinnen könne,
und ein paar feine Stäbchen, damit sie stricken könne. Das brachte ihr der Vogel alles und brachte ihr täglich zu essen. Dann spann sie und strickte und betete und dann schlief nachts nach den Sternen sehend. An einem Morgen, als der Vogel ihr keine Kirschen, aber Weintrauben brachte, fragte ihn Ursula recht ängstlich, was Jerome mache. »Oh, er ist recht wohl auf«, sagte der Vogel. »Die neue Frau Königin ist recht strenge gegen ihn. Wenn er heftig will werden, so zeigt sie ihm nur ihren Pantoffel, da wird er stille.« »So«, sagte Ursula, »möge es zu seinem Besten sein. Aber, liebster Vogel, ich bitte dich, kannst du mir nicht recht zarte Flaumfedern schaffen?« »So viel du willst«, erwiderte der Neuntöter. »Alle Vögel sollen sich die zartesten ausrupfen. Sie tun mir jetzt alles so lieb, weil ich ihre Jungen nicht mehr fresse.« Da flog er fort, und bald waren viele Vögel da, die saßen auf Ursulas Schoß und rupften sich die Flaumfedern auf ihre Schürze aus. Als es genug war, dankte Ursula und sie flogen weg. Am anderen Tag sagte Ursula, »Kannst du mir wohl einige Leinentüchlein bringen?« »Oh ja«, sagte der Vogel, »sie bleichen Wäsche am Schlosse. Heute Nacht bringe ich dir so viel du willst.« In der Nacht brachte er ihr 6 Windeln. Und sie nähte 2 zusammen und stopfte die Flaumfedern hinein und machte ein Kissen daraus. Und suchte hervor, was sie alles gestrickt hatte, von Wolle, und legte es alles fein und ordentlich zurecht. »Ei«, sagte der Vogel, »liebe Ursula, es ist doch, als wenn du dir ein Nestchen bautest. So wirtschaftest du herum und stopfest Bettchen und legst allerlei schöne Kleidchen und Mützchen zurecht.« »Ach, lieber Vogel«, sagte Ursula, »ich habe heute Nacht, als ich so an den Himmel hinauf zu meinem Stern sah, einen recht innerlichen Trost empfunden. Jetzt sollte ich nun bald nicht mehr so allein sein.« »Welche Gesellschaft hättest du denn am liebsten?« fragte der Vogel. Und Ursula erwiderte, »ach, so mir Gott ein liebes, schönes Kindlein bescheren wollte. Oh, ich wäre so glücklich, so glücklich.« »Das glaube ich«, sagte der Vogel. »Aber lebe wohl, ich muss heute auch noch an meinem Nestchen bauen.« Da flog er fort. So lebte Ursula ruhig fort, von den guten Vögeln bedient und ernährt. Ihr Wohnort verschönerte sich täglich. Die rauen Wände waren mit gestickten, wollenen Decken behängt. Der Fußboden war mit Strohmatten belegt. Durch durchfließende Bächlein war mit bunten Steinen ausgelegt. Bogen, Kränze, Sterne und Sonne von roten Beeren hingen an den Wänden umher. Allerlei Körbe und Geräte von weiten Ruten, welche die Vögel brachten, hatte Ursula geflochten. Und auch eine recht schöne Wiege. Als diese fertig war, legte sie die Bettchen hinein und es ward Nacht. Der Sternenhimmel war gar hell. Ursula sah ihren lieben Stern, den großen Bären, recht ernsthaft an und dachte an ihre Eltern, und betete recht fromm zu Gott. Da schlief sie ein und es war ihr im Traum, als zuckten die Sterne zusammen und als falle einer herunter in ihre Wiege. Da fühlte sie eine so heftige Freude, einen so süßen Schmerz, als flöge alles irdische Glück wie ein goldener Pfeil durch ihr Herz und als fange sie ihn mit ihren Händen und als wäre es ein wunderschöner bunter Vogel, der sich an ihre Brust schmiege und von ihren Lippen äße und tränke wie von roten Kirschen. Ach, da war sie wie ein Blitz durch das innerste Leben und sie erwachte. Und wer kann ihre Seligkeit aussprechen? Ein schöner kleiner Knabe schlummerte an ihrer Brust. Sie weinte und betete und nährte ihr Kindlein. Und die gute, fromme Mutter gefiel dem lieben Gott. Am anderen Morgen sangen die Vögel so süß und lieblich wie nie. Der Neuntöter und all seine Freunde kamen, das Kindlein zu sehen, und streuten Blumen auf seine Wiege und brachten ihr die besten Speisen aus der Küche. Und immer blieb ein wohlsingendes Vöglein auf der Wiege sitzen und sang das Kindlein in Schlaf. Nach 3 Tagen, in einer Nacht, da die Sterne so hell schienen, als wollten sie zu Gevatter stehen in ihrem schönen Glanz,
betete die gute Ursula recht herzlich und dankte Gott für das liebe Kind und versprach es in Gottesfurcht aufzuziehen und sprach: »Ach du lieber Gott, ich habe hier kein Kirchlein und keinen frommen Priester, der mein Kind taufen könnte. So nimm meinen guten Willen für den Priester und meine Not für ein Kirchlein an.« Und nun schöpfte sie Wasser mit der hohlen Hand aus dem Bächlein des Turmes und taufte ihr Kind im Namen Gottes und rief hinauf: »Saget, liebe Sterne, bei welchem ich immer an meinen seligen Vater Ursus und meine Mutter Ursa denke, sagt, wie soll euer Patchen heißen?« Da bewegten sich die Sterne und es flüsterte in die Ohren der Mutter: »Ursulus«, und sie taufte den Knaben Ursulus. Am folgenden Morgen kamen die Vöglein alle und wollten das liebe Kind sehen. Und sie brachten der Mutter die besten Bissen aus der Schlossküche. Und ein Vöglein blieb immer auf der Wiege sitzen und sang den kleinen Ursulus in den Schlaf. So lebte die arme Mutter 7 Jahre mit Ursulus in dem Turm und erzog ihn auf das Beste. Aber er bekam eine gewaltige Begierde, wenn er die Vögel oben auf dem Turm im Sonnenschein sitzen und singen sah, wenn die Wolken so vorüberzogen, auch einmal da oben zu sein und sich umzuschauen, wie die Welt aussehe. Das sagte er seiner Mutter, und da dachten sie nach, wie es zu machen sei. Da kam der gute Neuntöter zu ihnen und hörte ihren Wunsch. »Das soll bald in Ordnung sein«, sprach er und flog weg. Er kam mit vielen Vöglein wieder, und alle brachten Hanf im Schnabel. Daraus mussten nun Ursula und Ursulus Stricke drehen und mussten eine Strickleiter draus machen. Dann kam ein Adler, der trug die Strickleiter im Turm in die Höhe und hängte sie oben an einen Haken fest. Ursulus wollte gleich hinaufklettern, aber seine Mutter erlaubte es nicht, weil es noch Tag war und man ihn da oben hätte sehen können. Als es Abend wurde, stieg er voraus und Ursula hinter ihm auf der Strickleiter in die Höhe. Ach, sie hatte seit 7 Jahren Berg und Tal nicht mehr gesehen und er noch nie. Als sie oben an dem Turmrande hinaussahen, umklammerte sie ihren Sohn mit beiden Armen, denn er war wie betrunken von der Luft und dem Abendrot und von Berg und Tal. Ach, sie musste ihn sehr festhalten, dass er nicht herunterstürzte, denn wenn er die Vögel fliegen sah, so zuckte er die Arme hinaus und wollte auch fliegen. Sie stieg bald wieder mit ihm hinab und musste sie ihm bis spät in der Nacht erzählen und erklären, was er gesehen hatte. Bald musste sie es bereuen, dass sie ihm die Herrlichkeit der Welt gezeigt hatte, denn Ursulus war täglich unruhiger und sein einziger Gedanke war, über diese Hügel und Berge zu schweifen, die er gesehen. Er fragte seine Mutter über alles aus. Er hörte, Jerome würde sie umbringen, wenn er wüsste, dass sie noch lebe. Auch erzählte sie ihm von dem bösen Pumpelirio Holzebock und von den armen Jungfrauen, welche gern möchten begraben sein. Das tat dem kleinen Ursulus so leid, so leid. Er konnte nicht mehr ruhen und rasten. Und als sein Mütterlein einst in der Nacht schlief, schlich er an ihr Bett und küsste sie und weinte und flüsterte: leb wohl, Herzmutter mein. Und nun stieg er die Strickleiter hinauf. Und als er oben war, zog er die Leiter nach sich und warf Blumen, die oben wuchsen, in den Turm hinab. Die fielen auf das Bett der Mutter, dass sie erwachte und ausrief: »Wer warf das Blümlein, das mich traf? Wer weckt sein Mütterlein aus dem Schlaf? Bist du es, lieber Ursulus? Komm, gib der Mutter einen Kuss.« Da rief Ursulus hernieder: leb wohl, lieb Mütterlein. Der blanke Mond, der Sternenschein und Berg und Tal und Wies und Fluss, die ziehen mich fort. Ich muss. Da sah die Mutter ihn mit Schrecken oben auf dem Turm. Sie sprang auf und wollte die Leiter hinauf zu ihm. Aber sie fand sie nicht, denn er hatte sie zu sich hinaufgezogen. Da war Ursula gar betrübt und bat ihn, er möge die Strickleiter wieder herablassen. Sie wolle ihn noch einmal an ihr Herz drücken. Er aber sagte: »Mutter, ich fühle, dann könnte ich euch nicht verlassen. Der Vogel soll euch auch von mir Nachricht bringen, und so Gott will, sehen wir uns in Freuden wieder.« »Aber wie willst du dann hinunterkommen?« rief die Mutter hinauf. »Ich habe mir alles ausgedacht«, antwortete er. »Daneben am Turm kommt der Rauchfang aus der Küche herauf. Da hänge ich die Strickleiter hinein und werde Küchenjunge. Da bin ich immer in deiner Nähe.
Und wenn ich an der Mauer anpoche, dann lassen mir einen Faden auf dem Bächlein, das durch den Turm in die Küche fließt, darüber schwimmen. Da werde ich dir etwas dranbinden. Das kannst du zu dir ziehen. Leb wohl, Herzensmutter. Es muss. Es wird alles besser werden. Oh Gott, mein Kind, rief die Mutter und sank auf die Knie und weinte. Ursulus aber stieg durch den Rauchfang hinab in die Schlossküche. Die Mutter lauschte an der Wand und sie konnte ihn klettern hören. Da pochte er mit der Feuerzange 7-mal und sie nahm geschwind einen Faden, band einen Holzspan dran und ließ ihn hinüberschwimmen. Als Ursulus den Span fühlte, band er einen Blumenstrauß daran, den ein Koch am Fenster hatte stehen, worüber sich die Mutter sehr erfreute. Als Ursulus den Tag grauen sah, versteckte er sich hinter das Holz bei der Küchentüre. Und als der Koch in der Küche zu wirtschaften anfing, trat er hervor, als sei er zur Tür hereingekommen und grüßte den Koch sehr freundlich. Dieser fragte ihn, wer er sei und wo er herkomme. Ursulus sagte, dass seine Mutter im Walde von Räubern sei umgebracht worden und dass er als sein armes, verlassenes Kind Dienst suche. Dem Koch gefiel der freundliche, schöne Knabe und er nahm ihn zu sich als Küchenjunge. Wenn nun der Koch nicht da war, klopfte er immer der lieben Mutter und wenn dann der Faden angeschwommen kam, band er ihr etwas Gutes zu essen dran und immer schöne Blumen dazu. Als aber der Hofmarschall einmal in die Küche kam und den wunderschönen Ursulus sah, gewann er ihn sehr lieb und sprach: »Morgen früh halte dich bereit, ich werde dich zum König Jerome bringen. Du sollst Edelknabe bei ihm werden.« Da dankte ihm Ursulus höflich. Am Abend aber war er voller Sorge, wie er seiner Mutter nur sagen solle, dass er aus der Küche heraus in das Schloss komme. Da ging er in den Küchengarten und suchte Blumen und band einen Strauß Vergissmeinnicht. Und da kam der Neuntöter zu ihm, und dem gab er den Strauß für seine Mutter und sprach zu ihm: »Lieber Vogel, sage meiner Mutter, dass ich Edelknabe werde, und besuche mich manchmal und erzähle mir von ihr.« Der Vogel sagte leise: »Gott helf dir, ich bleibe dein Freund«, und nahm den Strauß und flog in den Turm. Am folgenden Morgen ward Ursulus zu dem König Jerome gebracht. Als dieser ihn sah, ward er recht innerlich in seinem Herzen bewegt, denn Ursulus glich seiner Mutter sehr. Und da gedachte der Jerome an sie und an seine Grausamkeit. Er fragte ihn: »Wie heißt du?« Da sagte Ursulus: »Kommt Zeit, kommt Rat.« Der Name machte den Jerome recht nachdenklich, aber er nahm ihn gleich zu sich und erzeugte ihm sehr viel Liebe und ließ ihn alles lehren, was nur auf der Welt zu lernen war. Jerome hatte keine Kinder und Ursulus war ihm so lieb, so lieb, er wusste nicht warum. Deswegen könnten ihn aber die meisten anderen Diener nicht leiden. Und vor allem die böse Königin Würgipumpa hatte immer einen inneren Zorn, wenn sie ihn sah. Ursulus aber wurde von den Untertanen Jeromes sehr geliebt. Denn Jerome war lange nicht mehr so wild, seit der Knabe bei ihm war. Und er besserte sich alle Tage. Wenn nun Ursulus alleine war in der Nacht, so kam immer der Neuntöter und pickte am Fenster. Da machte Ursulus auf. Und der Vogel setzte sich auf sein Bett und erzählte ihm, was die Mutter im Turm mache. Und Ursulus erzählte ihm wieder, wie es ihm gehe und wie Jerome sei viel besser als sonst und schickte ihr immer viel gute Sachen und allerlei Bildchen und Ringe, die ihm der König schenkte. Ach, da war die arme Ursula recht froh in ihrer Einsamkeit und weinte vor Freuden und betete zu Gott. So lebte er eine Zeit lang fort und hatte sein größtes Vergnügen daran, in seinen Freistunden durch die ganze Gegend herumzuschweifen. Einstens aber kam er in einen Wald zu einem eisgrauen Schäfer. Der saß an einem Brunnen unter grünen Linden und seine Lämmer weideten um ihn her. Er setzte sich zu ihm. Es war so still und kühl und die Sonne schien so freundlich durch die Bäume. Der Schäfer war traurig und Ursulus sagte zu ihm: »Lieber Schäfer, dieses Plätzchen hier wäre recht schön, um die Gebeine der armen Fräulein hinzubegraben, die jetzt bei dem bösen Pumpelirio Holzebocke herumliegen.«
Der Schäfer sagte, »Was sind das für Fräulein?« Da erzählte ihm Ursula alles, was ihm die Mutter gesagt hatte, und der Schäfer sagte, »Ach Gott, da war mein Töchterlein auch dabei« und war sehr betrübt. »Ach«, sagte Ursulus, »wenn du hier recht schöne Gruben machen wolltest, alle recht schön in einer Reihe und wolltest Blumen hineinstreuen und wolltest um den Platz herum einen Zaun von Rosen machen, so wollte ich dir treulich helfen und wollten wir die armen Fräulein hier zur Ruhe bringen.« Der alte Schäfer war alles zufrieden, und sie fingen gleich an zu hacken und zu graben, bis Ursulus wieder nach Hause musste. Aber er kehrte oft wieder. Und der alte Schäfer war recht fleißig, sodass alles bald in Ordnung war. Eines Abends kam der gute Vogel zu Ursulus und fand ihn sehr nachdenklich. »Lieber Vogel«, sagte er, »ich habe etwas Großes unternommen und weiß nur nicht, wie ich es ausführen soll. Ich habe einen stillen, freundlichen Ort, um die Gebeine der armen Jungfrauen hinzubegraben. Alles ist fertig und bereit. Jetzt hilf mir das Begräbnis anstellen.« Da sprach der Vogel, »Ich will alles tun, was ich kann. Sorge nur für Kreuz und Glocke und für Posaunenspiel und Chorgesang. Bring das morgen Nacht mit zum Pompelerio Holzebock, so soll alles gut gehen.« Ursulus sagte, »Gut, das will ich. Nun grüß die Mutter und erzähl ihr alles.« Da flog der Vogel fort. Am anderen Morgen, als bei Hof noch alles schlief, sang ein Rotkehlchen am Fenster des Ursulus. Und es war ihm, als höre er die Worte, »Lieber Schläfer, weck den Schäfer!« Da sprang er vom Lager und eilte zu dem Schäfer, und sie redeten alles miteinander. In der nächsten Nacht schlich sich Ursulus aus dem Schloss. Der König Jerome konnte nicht ruhen, er hatte eine große Angst im Herzen. Er stand allein auf, wickelte sich in seinen Mantel und ging dem Schloss hinaus. Er wollte zu dem Pumpelirio Holzebocke gehen und ihn fragen, ob er bald wieder seine Stadt besser dich erhalten würde, denn er hatte ein rechtes Heimweh. Er war seit jener schrecklichen Nacht, da die Messer auf ihn regneten, nicht mehr hingegangen. Als er an dem Ort vorüberkam, wo er den zwei Dienern befohlen hatte, die Ursula umzubringen, konnte er vor Bangigkeit nicht weiter. Er lehnte an einen Baum und wünschte, nie geboren zu sein. Da hörte er auf einmal ein wunderbares Tönen sich nahen und sah eine Reihe von Lichtern über das Feld herziehen. Der Anblick war so wunderbar, dass er sich an den Baum andrückte. Jetzt war es ganz nah. Er sah den kleinen Ursulus vorausgehen mit einem Kreuz von Rosen. Dann flogen eine ungeheure Menge Vögel, welche allerlei Gebeine trugen. Dann kam der alte Schäfer und blies eine sehr bewegliche Weise auf der Schalmei und weinte bitterlich. Hinter ihm schwebten all die Gestalten der armen Mägdelein, die Jerome umgebracht hatte, und sangen. »Endlich, endlich schweigen die Raben, endlich werden wir ehrlich begraben, weit von hier, von Hirio, weit vom Pompelirio, weit vom Holzebocke, hübsch mit Kreuz und Glocke, mit Chorgesang, Posaunenspiel, gibt uns Ruh und kost nicht viel.« Und nun schlossen die Schäflein des alten Hirten den Zug. Sie gingen still und paarweise und hatten alle Glöcklein anhängen. Und nur dann und wann blökten sie gar traurig. An beiden Seiten des Zugs aber zogen zwei Reihen von großen Irrlichtern, welche leuchteten. Als der Zug vor Jerome vorüberging, war alles ganz still. Und das betrübte ihn noch weit mehr. Da der Zug aber ganz in der Ferne war, nahm Jerome seine Streitaxt und rannte mit großem Zorn nach dem Orte, wo der Pumpelirio Holzebocke stand. Und dann sprach er zornig zu ihm. »Du böser, gottloser Pumpelirio! Du hast mich zu all meinen großen Verbrechen beredet. Um deinetwillen habe ich all die lieben Jungfrauen ermordet. Nun sollst auch du nicht länger leben.« Da holte Jerome weit mit seiner Axt aus und paff, hieb er dem Pumpelirio mitten voneinander. Aber es fuhr ein schwarzer Rauch aus den Trümmern. Und aus dem Rauch ward ein ungeheurer, scheußlicher Bock. Der sah den Jerome mit schrecklichen Augen an, meckerte abscheulich die Worte heraus. »Den Pumpelirio konntest du zerschlagen, aber den Holzbockel nie!«
Dann ging er einige Schritte zurück, beugte den Kopf nieder, rannte gewaltig gegen Jerome, fasste ihn auf die Hörner und warf ihn weit, weit ins Feld hinaus, wo er wie tot niederfiel. Er hatte schon 2 Stunden so dagelegen, als Ursulus von dem Begräbnis zurück nach Hause ging und auf einmal über den König Jerome stolperte. Der Knabe fühlte bald an der Krone, dass es Jerome sei. Er rüttelte und schüttelte ihn und benetzte ihn mit seinen Tränen. Da wachte der König Jerome wieder auf. Aber er konnte nicht gehen, er hatte sich ein Bein gebrochen. Da lief Ursulus ins Schloss und holte die Diener. Die trugen ihn nach seinem königlichen Bett. Und der Doktor verband ihn und die Königin sprach: »Das kommt davon, wenn man zur nachtschlafender Zeit herumrennt.« Ursulus aber verließ das Lager des Königs nie. Und dieser gewann ihn immer lieber. Einstens nahm der Jerome die Hand des Ursulus und sagte: »Lieber Junge, erzähl mir, wo habt ihr denn die Gebeine der armen Fräulein begraben?« Da erzählte ihm Ursulus von dem kühlen Lindenhain und dem Brunnen und dem alten Hirten und seinen Schafen und sagte: »Herr König, es wäre sehr schön, wenn ihr ein Kirchlein dort bauen ließet.« »Ja«, sagte der König. »Aber wenn es die Königin erfährt, so bin ich verloren. Ich habe ihr zuschwören müssen, nie eine Kirche zu bauen. Wenn du es recht heimlich zustande kriegst, so bin ich es zufrieden und will dir gerne Geld dazu geben. Und bauch ein kleines Häuslein daneben, worin ein armer Mann wohnen kann.« Ursulus dankte dem Jerome herzlich für seine Erlaubnis und setzte sich nun hin und zeichnete allerlei Gestalten von Kirchen, um sich eine auszusuchen. Auch redete er oft mit Maurern und Steinmetzen. Die böse Königin Virgipumpa, welche immer einen heimlichen Hass auf den Ursulus hatte, wurde täglich grimmiger gegen ihn und nahm sich fest vor, ihn auf eine oder die andere Art ins Unglück zu bringen. Wenn sie nun bei Ursulus vorüberging und ihn fragte: »Was hast du denn zu bauen vor, du naseweißer Bursche, dass du immer mit Zirkel und Lineal herumziehst?« So antwortete Ursulus gewöhnlich: »Schlösser in die Luft, Ihre Majestät.« Als er ihr dies öfter gesagt hatte, ward sie über die Maßen zornig und sprach zu ihm: »Ich werde dich bei dem Worte halten.« Sie ging zum König und kniete vor ihm nieder und bat ihn um eine Gnade. Jerome war eine solche Demut von ihr gar nicht gewohnt und sagte ihr alles zu, was sie verlange. Da sprach sie: »Jerome, ich verlange, dass jeder deiner Diener, der mich belügt und der nicht das tut, was er mir sagt, dass er es tue, des Todes sterbe.« Jerome gab ihr sein königliches Wort und seine Hand darauf, und an demselben Tage noch ward das Gesetz in ganz Munkelwust bekannt gemacht: »Wer lügt, der stirbt!« Als die Königin das unterschriebene Gesetz in der Hand haltend vor dem König wegging, sah sie den Ursulus im Vorzimmer wieder allerlei Linien ziehen und allerlei Zirkel schlagen. Da fragte sie ihn gleich: »Ursulus, was willst du bauen?« Er antwortete wieder: »Schlösser in die Luft, Ihre Majestät.« Da erwiderte aber Virgipumpa sehr heftig, indem sie ihm das königliche Gesetz vorhielt: »Wer lügt, der stirbt!« Sie lief gleich zum König zurück und verklagte den Ursulus. Der König ließ diesen rufen und sprach mit Tränen zu ihm: »Ursulus, du musst dein Schloss in die Luft bauen oder sterben.« Da ging Ursulus in seine Kammer und war sehr betrübt und weinte sich schier die Augen aus, weil er gar nicht wusste, wie er ein Schloss in die Luft bauen sollte. In solchen Sorgen saß er, als der Neuntöter am Fenster pickte. Ursulus machte ihm auf, und der Vogel sprach: »Ursulus, was weinst du?« Und nun erzählte ihm der Knabe seine Not, dass er eine Kirche in die Luft bauen müsse oder sterben. »Gräme dich nicht«, sagte ihm der Vogel, »mach es dir von Karten und Papier die ganze Kirche, wie du sie dir auf dem Kirchhof erdacht hast, fertig, und wenn du sie ganz vollendet hast, aus einzelnen Stücken, dass man sie schön zusammensetzen kann, so lege alles bei offenem Fenster hierher.
Dann lade den König und die Königin auf den Altan des Schlosses und läute nur mit einem Glöckchen und befehle mir und den anderen Bauleuten, welche kommen werden, so sollst du deine Kirche bald in der Luft entstehen sehen. Ich werde sie auch dann deiner Mutter im Turm zeigen. Die wird sich sehr darüber freuen und alles wird gut gehen. Denn ich trage dann das Kirchlein in den kühlen Lindenhain. Und die Arbeitsleute werden die Kirche dort nach dem Muster viel besser zustande bringen als nach der bloßen Zeichnung. »Tausend Dank, lieber Vogel«, sagte Ursulus. »Aber was hast du denn da für Kräuter in den Klauen mitgebracht?« »Das sind Kräuter, mit welchen du das Bein des Königs Jerome in wenigen Tagen heilen kannst, wenn du sie ihm auf die Wunde legst«, sprach der Vogel. »Ich habe es von einem Reh gelernt, das neulich im Walde vom Felsen fiel. Ich will dir alle Tage Frische bringen. Aber du musst mir auch eine recht ordentliche Gnade dafür ausbitten.« »Gut«, sagte Ursulus, »es fällt mir schon etwas Herrliches ein, was ich begehren will. Nun lebe wohl und grüße mir die liebe Mutter und 4000 Mal.« Da flog der Vogel fort, und Ursulus träumte die ganze Nacht von schönen, wunderbaren Kirchen. Am anderen Morgen kam er ganz fröhlich zum König, wo auch die Königin zugegen war, und sagte, »Ihre Majestät, ich will sterben, wenn ich in 8 Tagen das Gebäude nicht in die Luft baue. Und so, Ihre Majestät, mir versprechen, dasselbe Gebäude auf die Erde zu bauen, so will ich bis dahin euer zerbrochenes Bein so gut heilen, dass Sie selbst auf den Altan gehen können, mein Luftgebäude bauen zu sehen.« »Ich verspreche es«, sagte der König. »Und ich verspreche es noch dazu«, sagte die Virgipumpa. Da ließ sich Ursulus schriftlich geben, legte dann dem Jerome die Kräuter auf das Bein und begab sich auf seine Kammer und baute von Karten und Papier eine ganz erstaunlich schöne Kirche zusammen, machte alles so fein und ordentlich, dass man die ganze Kirche auseinanderlegen und wieder zusammenbauen konnte. Als er fertig war, war auch der Fuß des Königs, dem er alle Tage frische Kräuter auferlegt hatte, gesund, und er forderte den Jerome und die Virgipumpa auf, morgen früh auf den Altan zu treten, weil er vor ihnen sein Schloss bauen wollte. Die Königin sagte, »Ja, wir werden kommen. So du aber dein Gebäude nicht in der Luft baust, will ich dir eines in die Luft bauen, in dem du sterben sollst, nämlich einen Galgen.« Ursulus verbeugte sich und ging weg. Am anderen Morgen fand er den König und die Virgipumpa schon auf dem Altan, als er mit einer kleinen Glocke in der Hand kam. »Was soll die Glocke?« sprach die Königin. Da sprach Ursulus, »Ich muss jetzt von allen Seiten meine Baumeister zusammenläuten.« Da fing er an zu klingeln. Klingeling, klingeling. Und es kam eine Menge großer Vögel herbeigeflogen. Adler und Geier und Falken und auch mancherlei kleinere. Tauben und Finken und Amseln und Stare. Kurz alles mögliche Vögel, worüber sich der König und die Königin sehr verwunderten. Da sprach Ursulus, »Willkommen, ihr Meister und Gesellen. Ich will einen Bau in die Lüfte stellen. Nun schafft einen schönen Grund herbei, worauf mein Werk zu richten sei.« Da flogen die Adler weg und brachten auf einmal eine große, starke Pappe getragen, auf welcher von Moos eine schöne Wiese ausgelegt war, aus der allerlei grüne Zweige als Bäume hervorragten. Nun sprach Ursulus, »Eine schöne Kirche bauet mir, ein hoher Turm sei ihre Zier.« Da flogen wieder viele Vögel fort und brachten allerlei einzelne Stücke von einer sehr schönen papiernen Kirche und einem hohen Turm und setzten alles das auf der Mooswiese zusammen, sodass es wunderlieblich anzuschauen war. Als aber alles fertig war, brachte auch der Kreuzschnabel einen kleinen Altar und ein Kreuz hineingetragen. Und der Dompfaff trug eine kleine Kanzel hinein, und eine Amsel, wie ein schwarzer Kantor, brachte eine kleine Orgel hinein. Dann flogen ein paar Nachtigallen als Sängerinnen hinein und eine Menge Finken und Grasmücken als Choristen. Da begannen allerlei Glöckchen im Turm zu läuten, und in der Kirche fingen die Vögel so lieblich an zu singen und zu klingen, als wenn der feierlichste Gottesdienst drin gehalten würde. Darüber ward der König Jerome ganz gerührt und umarmte den Ursulus mit den Worten, »Kommt Zeit, kommt Rat, wie schön hast du dein Gebäude erbaut!«
Würgi Pumper aber hatte alles mit dem entsetzlichsten Zorne angesehen und geriet in eine solche Wut, dass sie einen Stein von dem Altar nahm und nach der Kirche warf. Aber auf einen Wink des Ursulus flogen die Vögel mit dem schönen Bau über ihrem Haupt hinweg. Und da bei dieser Gelegenheit einiger Schmutz auf die Königin herabfiel, wollte sie entzürnt den kleinen Ursulus schlagen. Aber der König nahm ihn in seine Arme und sprach: Würgi Pumper, wer nach den Bauleuten mit Steinen wirft, dem antworten sie mit Kalk. Da ging die Königin entzürnt nach ihrer Kammer. Der König Jerome aber hatte den Ursulus noch viel lieber als vorher und ließ in dem Lindenhain, wo die Jungfräulein begraben waren, eine Kirche bauen, die ganz nach der Gestalt der Kirche, die Ursulus in die Luft gebaut und welche die Vögel zu dem Schäfer im Lindenhain getragen. Alles das erzählte Ursulus dem Neuntöter und der Neuntöter der Ursula, sodass diese sehr erfreut wurde, dass Jerome so gut werde und herzlich in ihrer Einsamkeit dem lieben Gott dafür dankte. Die Königin Würgi Pumper aber sah nun ein, dass sie mit ihrem Zorn gegen Ursulus gar nichts mehr ausrichtete, weil der König ihn zu sehr liebte, und fing deswegen an, ihm auf alle mögliche Weise zu schmeicheln und schön zu tun. Heimlich aber dachte sie immer auf eine Gelegenheit, ihn in Lebensgefahr zu bringen. Sie wusste, dass der Pumpelirio Holzebocke dem Jerome, als er ihn fragte, wann er seine Stadt besser dich wiederhalten werde, sprechend: Pumpelirio Holzebock, sag mir doch, wann wird Jungfer Fanfalisien schöne Füßchen länger nicht vertreiben mich, wann kehr ich nach besser dich? Geantwortet hatte: Fanfalisien blind, ein unschuldig Kind besser dich gewinnt. Das ging der Würgi Pumper immer im Kopf herum. Und sie dachte hin und her, wie sie den Komm-Zeit-Kommt-Rat brauchen wolle, um Jungfer Fanfalisien blind zu machen. Weil sich aber Jerome so sehr verändert hatte, getraute sie sich nicht, ihm ihr Vorhaben grad heraus zu sagen, und sprach einstens zu ihm: »Lieber Jerome, ich glaube, du könntest doch einmal bei Jungfer Fanfalisien fragen lassen, ob sie dir deine Stadt nicht wiedergeben will. Du bist jetzt so fromm und gut, dass es dir gewiss nicht abschlagen wird.« »Ach«, sagte Jerome, »so gut werde ich niemals, dass ich wieder verdiene, auf dem Throne meines frommen, seligen Vaters zu sitzen.« »Ja«, erwiderte Würgi Pumper, »darüber magst du nun denken, wie du willst. Aber du bist es der Stadt schuldig, denn Jungfer Fanfalisien kann der Regierung nicht länger vorstehen. Soeben habe ich die Nachricht erhalten, dass sie blind geworden.« Hier sah Jerome die Königin erschrocken an und sprach zu ihr: »Würgi Pumper, lass mich allein. Ich muss über das, was du mir gesagt hast, nachdenken.« Die Königin ging und Jerome fiel in tiefe Gedanken. Der Spruch des Pumpelirio, Fanfalisien blind, ein unschuldig Kind, besser dich gewinnt, fiel ihm ein. Und er war in der größten Unruhe, ob er nicht nach besser dich hinziehen sollte. Als er aber dachte, wie der böse Holzebock ihm allzeit zum Bösen geraten hatte, entschloss er sich anders. Er ließ den Ursulus zu sich kommen und die Königin und sprach: »Da ich gehört, wie die weise und fromme Jungfer Fanfalisien blind ist, so ist mein sehnlicher Wunsch, dass sie wieder sehend werde, damit sie die guten Leute in Besserdich noch länger so treu regiere, als sie es bis jetzt getan. Ich begehre euren Rat, wie dies zu machen sei.« Ursulus fing an zu weinen, als er das Unglück der Jungfer Fanfalisien hörte, von welcher seine Mutter ihm so viel Gutes erzählt hatte. Würgi Pumper aber sprach: »Ich habe immer gehört, dass nichts so gut für die Augen sei als Schwalbenkot. Wenn es möglich wäre, dass Jungfer Fanfalisien diesen in die Augen brächte, so würde sie gleich geheilt sein. Komm Zeit, kommt Rat ist ja mit den Vögeln so gut Freund, mit seinen Baumeistern, dass sie ein wenig von dem Kalke könne ins Auge fallen lassen, der neulich bei dem Luftbau auf mich niederfiel. Ich muss sagen, dass ich meine Augen seit jener Zeit sehr gestärkt finde.« »Ach«, erwiderte Ursulus, »wenn das möglich wäre, ich wollte die guten Vögel sehr darum bitten.« »Wohlan, mein Geliebter«, sprach der König, »wenn es dir gelingt, sollst du begehren von mir, was du willst. Ich will es dir halten.« Nach diesen Worten gingen sie auseinander. Die böse Würgi Pumper wusste wohl, dass man von Schwalbenkot blind werde, und sie dachte:
In jedem Falle werde ich den verhassten Knaben los. Denn wenn Van Verlissen ihn erwischt, soll es ihn umbringen. Und sie erwischt ihn gewiss, weil sie wohl weiß, dass sie sterben muss, wenn sie blind wird, denn es steht im Zauberkalender. So lässt sie sich immer streng bewachen. Ursulus saß in seiner Kammer und lauerte auf den neuen Töter. Pick, pick, pick. Da war er am Fenster. Ursulus öffnete und erzählte seinem Freund alles, was er von dem König und der Königin gehört. Der neue Töter ward sehr nachdenklich darüber und bauschte seine Federn am Kopf einige Male auf, als ob er sehr zornig sei. »Was machst du für wunderliche Gesichter?« fragte Ursulus. »Nichts, nichts«, sagte der Vogel, sich beruhigend, um zu überlegen. »Gut, ja, ja, morgen früh will ich dir sagen, was du tun hast.« Und fort flog er. Am anderen Morgen war er richtig wieder da und sprach, auf, Ursulus, mache dich auf die Reise, du hast einen weiten Weg nach Besserdich. Da sprang Ursulus aus dem Bett, zog seine Reisekleider an und machte sich auf den Weg. Der Vogel flog aber immer vor ihm her, um ihm den Weg zu zeigen. Als sie in den Wald kamen um Mittag, machte der Vogel bei einem Eichbaum Halt und sagte, »Hier musst du ausruhen, essen und trinken. Hier in dem Baume wohne ich. Hier, lieber Ursulus, hat deine arme Mutter, als sie aus Besserdich ging, meinen Jungen das Leben gerettet durch einen Stein, den sie nach dem Marder warf. Hier hat sie ihren Kuchen mit mir geteilt. Hier esse du auch, was ich dir aus der Hofküche hierher getragen.« Ursulus setzte sich auf das Moos am Fuße der Eiche und dachte mit vieler Liebe an seine liebe Mutter im Turm und musste recht weinen, als er gedachte, wie sie einst hier so unschuldig in das Elend ging. Da brachte der neuen Töter die Frau neuen Töter und die jungen Herren und das junge Fräulein neuen Töter, und diese hießen den Ursulus bei sich sehr willkommen mit Kopfnicken und Flügelschlagen und sich verneigen, denn sie kannten die Menschensprache nicht. Der Neuntöter aber übersetzte dem Ursulus alles, was sie sagten. Da gefielen ihm die Reden des Fräulein besonders wohl, denn sie sprach, »Ach, liebster Ursulus, ich wollte gern ewig ein Vogel bleiben, wenn ich dir nur recht viel Liebe erweisen könnte für all das Gute, was deine Mutter meinem Vater und meiner Mutter und uns erwiesen hat.« Das ging dem Ursulus recht durchs Herz. Der Neuntöter brachte nun dem Ursulus einen Kaninchenbraten, den er schon am Abend vorher aus der Munkelwuster Hofküche hierher gebracht, und da Ursulus Brot in seiner Reisetasche bei sich hatte, schmeckte es ihm recht gut. Denn er trank aus einer hellen Quelle, die ihm Fräulein Neuntöter zeigte, Wasser dazu. Auch rief sie ihre Spielgesellinnen, eine Amsel und eine Nachtigall, herbei, welche dem Ursulus die schönste Tafelmusik machten, während sie Erdbeeren und Brombeeren und Heidelbeeren und Haselnüsse pflückte und auf die Schultern des Ursulus fliegend sie mit ihrem blanken Schnabel zu den Lippen des Freundes reichte, der sie freundlich dafür streichelte. Während diesem Mittagsmahl rief der Neuntöter viele Schwalben herbei und fragte sie, welche es wohl unternehmen wolle, ihren Kot ins Auge der Van Verlissen zu spritzen. Und er versprach dafür so viel Fliegen und Mücken und Würmchen, als sie nur wollten. Da fand sich eine dazu bereit und flog gleich von dannen. Das Fräulein Neuntöter hatte alles das gehört und ihre eigenen Gedanken darüber. Und da nun Ursulus mit dem alten Neuntöter sich wieder auf die Reise machte und für die freundliche Bewirtung dankte, war das Fräulein Neuntöter weggeflogen und nicht zugegen. Das war ihm leid. Er ließ ihr recht schöne Grüße zurück. Und sie machten sich auf den Weg. Abends kamen sie in Besserdich an. Der Vogel führte den Ursulus in den Schlossgarten. Da fand er eine Laube, einen gedeckten Tisch und ein Ruhebett. Er aß und schlief ein. Als er morgens erwachte, stand die Sonne schon am Himmel, und er sah auf dem Altar des Schlosses die Jungfer Van Verlissen auf einem Ruhebett liegen. Und neben ihr standen ein paar Pfauen, welche ihr mit ihren Schweifen wie mit Sonnenfächern die Fliegen abwehrten. Die Jungfer Van Verlissen war sehr alt, hatte aber wunderschöne lange weiße Locken, welche ihr ein schönes Ansehen gaben. Durch das goldene Gegitter des Altans
sah Ursulus ihre schönen kleinen Füße in rotsamtnen Pantoffeln herabhängen. Ach, dachte Ursulus, was ist das für ein liebesgutersattes Jüngferchen, das von Verliesien schöne Füßchen. Und wie wird sie sich freuen, wenn ihr der Sohn ihrer lieben Ursula wieder zu ihren gesunden Augen helfen wird. Da sah er auch, wie sich die Schwalbe gerade über dem Kopf der Jungfer von Verliesien auf dem Vorsprung der Türe setzte und konnte vor Begierde, ihr zu helfen, sich nicht mehr halten. Er winkte mit dem Schnupftuch und die Schwalbe ließ den Kot der guten von Verliesien ins Auge fallen, welche erwachte, mit den Füßen schüttelte und aufschrieb: »Der, der den Pantoffel trifft, nahm mir meine Augen Licht.« Ursulus wollte gerade zu ihr hinauflaufen und ihr Glück wünschen, aber ein niederfallender Pantoffel schlug ihm so auf die Nase, dass er betäubt niedersank. Als er erwachte, lag er in Ketten und Banden in dem allerdunkelsten Kerker. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Er tappte an den Wänden herum. Er rief, er klagte, er weinte. Ach, da erinnerte er sich der Worte, die er von dem Pantoffelfall gehört. »Der, der meinen Pantoffel trifft, nahm mir meine Augen Licht.« Das fuhr ihm recht durch Mark und Bein. »Ach«, sagte er, »die Würgipumpa hat mich betrogen. Statt von Verliesien zu helfen, habe ich sie blind gemacht. Oh, ich unglücklicher Ursulus!« Als er so in Jammer und Klagen saß, sprang auf einmal ein eiserner Fensterladen auf und das gute Fräulein Neuntöter flog zu ihm. Sie ließ ein kleines Büchlein auf seinen Schoß fallen und hatte eine Wurzel im Schnabel. Die legte sie zu seinen Füßen und saß auf seiner Schulter und streichelte ihn mit ihren Flügeln und tat sehr mitleidig. Ursulus dankte ihr und klagte seinen Jammer. Da blätterte sie mit dem Schnabel in dem Büchlein herum und winkte ihm zu lesen. Das tat Ursulus und fand, dass es die Geschichte des frommen Tobias war. Und als er las, dass der auch durch eine Schwalbe blind geworden, ward er seines Unglücks gewiss und weinte noch mehr. Aber Fräulein Neuntöter blätterte noch mehr im Buche, und da las er weiter, dass der Sohn des Tobias seinen Vater wieder mit der Galle eines Fisches geheilt habe. »Ach Gott im Himmel«, sagte er, »hätte ich einen Tropfen dieser Galle, wie selig wollte ich sein, wenn ich die gute Jungfer von Verliesien wieder heilen könnte.« Da hielt ihm der Vogel die Wurzel an die Schlösser seiner Fesseln. Und siehe da, sie fielen ihm ab und hielt sie an das Schloss der Kerkertüre und sie sprang auf. Da machte Ursulus die Türe wieder zu, weil es noch Tag war, und wartete bis zur Nacht. Da nahm er Abschied von dem lieben Vogel, sagte ihm tausend Dank und durch die Berührung der Wurzel sprangen alle Türen und Tore auf. Und so ging er traurig zur Stadt hinaus, in lauter Angst und Trauer, wie er nur die Galle von dem Fische finden sollte. Und so lief er immer in den wilden Wald hinein, und kein Mensch wusste damals, wo er hingekommen war. In Munkelwust wartete der König Jerome mit großer Ungeduld auf die Rückkehr des Ursulus. Und da der nicht kam, sprach Würgipumpa: »Wie wäre es, wenn wir miteinander nach Besserdich reisten, um der von Verliesien zu ihrer Genesung Glück zu wünschen? Sie hält den Kommzeitkommtrat gewiss mit Liebkosung zurück. Wenn auch nicht wieder König dort sein willst, so kannst du doch gute Freundschaft mit Jungfer von Verliesien halten.« Das war der König zufrieden, und sie zogen mit einem großen Gefolge nach Besserdich. Jerome war sehr traurig auf der Reise, Würgipumpa aber sehr lustig. Auf halbem Weg kamen ihm einige schwarz gekleidete Reiter entgegen. Jeder trug in der einen Hand eine Zitrone, in der anderen Hand einen Ölzweig. Und von ihren Hüten schleppten lange Trauerflöre bis an die Erde hinab. Sie machten Halt bei dem König und er erkannte bald mehrere alte Bürger von Besserdich. Der eine sprach zu ihm: »König Jerome, so wie du dich wirklich gebessert hast, komme wieder zu uns in die Stadt und sei unser guter König. Dieses hat uns von Verliesien dir zu sagen befohlen.« Bei diesen Worten weinten sie. Jerome sprach: »Ich habe mich bestrebt, besser zu werden. Aber ich fühle doch, dass ich noch nicht verdiene, über andere zu herrschen. Sagt das der von Verliesien und bittet sie um Erlaubnis, dass ich sie sehen darf.« »Ach«,
sagten sie. »Diese Freude kann sie nicht mehr haben, denn vor einigen Tagen ist sie durch eine Schwalbe blind geworden.« Da zitterte der König vor Schrecken und zog sein Schwert und wollte die Würgipumpa erstechen und schrie, »Verräterin, das hast du mir angetan!« Würgipumpa warf sich vor ihm nieder und sprach, »Mein Gemahl, ermorde mich, Unschuldige. Mein Bruder hat es mich gelehrt. Ich wusste nichts davon, dass dies den Augen schädlich sei.« Da steckte der König sein Schwert wieder ein und sprach zu den Herren, »Seht, wie soll ich über andere herrschen, da ich mich selbst nicht beherrschen kann?« Die Herren redeten ihm aber so lange zu, bis er mit ihnen nach Besserdich ritt. Als er wieder in seinem Schloss war, fragte er nach Fanfarlieschen und nach Ursulus. Aber man erzählte ihm, dass Ursulus aus dem Kerker entkommen sei, niemand wisse wie, und dass die blinde Jungfer Fanfarlieschen, als sie sich den Tag nach ihrem Unglück habe in den Garten führen lassen, ein anderes Unglück gehabt habe. Sie habe sich auf eine Rasenbank gesetzt und die habe sich unter ihr auf einmal in einen ungeheuren schwarzen Bock verwandelt und sei wie ein Pfeil mit ihr durch die Lüfte fortgefahren. Da rief der König mit dem Schrecken aus, »Ach, der böse Pumpelirio Holzebocke!« Er gab nun Befehl, überall nach dem Holzebocke und Fanfarlieschen und Ursulus zu suchen und ritt selbst oft ganze Tage lang nach ihnen aus. Als er nun einstens abends nach Hause kam und traurig in seine Stube ging, welche Freude! Ursulus kam ihm entgegen. Der Jüngling fiel ihm zu Füßen. Der König umarmte ihn und weinte. »Ach«, sagte da Ursulus, »wo ist die Jungfer Fanfarlieschen, dass ich sie wieder sehend mache? Seht hier, in dem Schneckenhaus habe ich von der Fischgalle, womit der blinde Tobias von seinem Sohne geheilt wurde. Ach, wo ist sie, dass ich ihr helfe?« »Ach und oh weh«, sprach Jerome. »Sie ist fort. Niemand weiß, wohin. Der Holzebock hat sie davongeführt.« Da ward Ursulus noch viel trauriger. Der König fragte ihn, wo er die Fischgalle her habe. Da erzählte Ursulus alles, wie es ihm gegangen war mit dem guten Vogel, und zeigte ihm das Tobiasbüchlein und die Wurzel. »Und als ich«, sprach er, »in die Wildnis gelaufen, hat mich der Vogel in einen Fluss gebracht und hat da sehr lange mit einem alten Fischreiher gesprochen. Der hat immer mit dem Kopf geschüttelt, als wisse er nicht, was für ein Fisch es sein müsse, weil im Büchlein stehe ein Fisch und es gar viele Fische gebe. Endlich habe der alte Fischreiher in Gottes Namen einen Fisch nach dem anderen gefangen. Und da ich mir die Augen ganz blind geweint hatte, so haben wir die Galle an meinen Augen versucht. Da haben wir endlich einen gefangen, dessen Galle meine Augen gleich wiederherstellte. Und da habe ich mir Schneckenhaus vollgenommen und konnte nun leider zu spät hierher.« Jerome ließ gleich die Probe an einem alten blinden Manne machen, und er ward gleich wieder sehend und dankte dem König sehr. Als Würgipumpa all dies hörte, nahte sie sich dem König mit Tränen und sprach, »Ich muss alles tun, das Unrecht wieder gut zu machen, das ich unschuldig veranlasste. Ich habe nun durch meine Nachforschung erfahren, dass der Holzebocke sich hier im Walde in einer Höhle aufhält. Wie wäre es, wenn kommt Zeit, kommt Rat, der alles kann, was er unternimmt, den Holzebocke zu bekämpfen suchte? Er ist jetzt schon ein schöner junger Ritter, und wenn er das Ungeheuer erlegt hätte, so würde er Fanfarlieschen, die er in seiner Höhle gefangen hat, heilen und befreien können.« König Jerome sprach erzürnt, »Wie? Soll mein einziger Trost auf Erden dieser gute Jüngling noch einmal in Todesgefahr? Nein, das kann ich nimmermehr zugeben.« Ursulus hatte es aber kaum gehört, als er vor dem König niederkniete und zu ihm sagte, »Lieber König, gebet mir Waffen. Es mag mir gehen, wie es will, so kann ich doch nicht eher ruhen, bis ich Fanfarlieschen geheilt habe. Lasset mich ausziehen und gegen den Holzebocke.« Jerome war sehr betrübt, aber Ursulus ließ mit Bitten nicht nach. »Wohlan«, sagte der König, »so will ich mit meinem Hofstatt und dir nach Munkelwurst ziehen, weil der böse Holzebocke dort in der Gegend wohnt. In unserer neuen Kirche will ich dich zum Ritter schlagen, und ich will beten dort, bis du wiederkommst.« Da zog Jerome und seine Gemahlin und der Hofstatt und Ursulus nach Munkelwurst. Und der König ging mit Ursulus in die Kirche, die fertig war, und der alte Schäfer hatte den Altar mit wunderschönen Blumen geschmückt. Da schlug der König den Ursulus zum Ritter
und gab ihm einen goldenen Harnisch von Kopf bis zum Fuß und ein herrliches Schwert, das war wie eine Säge. Und auf seinem Schild war abgebildet ein Kreuz und vier Nägel und ein Schwamm und eine Geißel und ein Speer und eine Dornkrone. Den Knopf des Schwertes konnte man aufschrauben. Da hinein legte Ursulus das Schneckenhaus mit der Fischgalle. Und nun nahm er eine große Lanze in die Hand und ein schneeweißer Schimmel mit himmelblauem Geschirr ward vorgeführt. Der König hielt ihm selbst den Bügel und Ursulus schwang sich in den Sattel, dass es rasselte. Da kam der alte Neuntöter geflogen und zog immer vor ihm her. Die Frau Neuntöterin aber flog auf den Kopf seines Pferdes und der Junker Neuntöter setzte sich auf die Spitze seiner Lanze. Das Fräulein Neuntöter aber setzte sich auf seinen Helm. Und so sprengte er in den Wald hinein. Der König sah ihm lange nach und warf sich dann in der Kirche betend auf sein Angesicht. Und der alte Schäfer auch. Und alle Lämmer auch. Und es war, als wenn die Blumen auch auf den Gräbern der Jungfrauen beteten. Auch Ursula, welcher der Neuntöter alles gesagt hatte, betete in ihren einsamen Turme in heißen Tränen. Ach Gott im Himmel, erhalte mir meinen Ursulus. Die Königin Würgipumpa aber betete nicht. Sie hatte sich krankgestellt und war im Schlosse geblieben, denn sie war falsch und verlogen und glaubte ganz gewiss, dass der Holzebocke den Ursulus umbringen werde. Deswegen hatte sie den bösen Rat gegeben. Als Ursulus mitten in der Wildnis angekommen war, hielt er sein Pferd an, schlug mit dem Schwert gegen sein Schild und schrie: »Pompelirio Holzebocke, hörst du deine Totenglocke?« Da trat auf einmal sein Freund, der alte Schäfer, hinter einem Baum hervor und nahte seinem Pferd und sprach: »O lieber Ursulus, tu doch dem Pompelirio Holzebocke nichts. Wenn du den Pompelirio umbringst, so muss ich sterben, denn wir sind in einer Stunde geboren.« Da rief Ursulus: »In einer Stunde geboren, in einer Stunde verloren, der Holzebocke muss sterben, sonst muss Van Verliesien verderben. Tritt aus dem Weg zur Seite, sonst muss ich dich überreiten.« Der Schäfer aber wollte nicht aus dem Weg. Da machte Ursulus die Augen zu und ritt den Schäfer über den Haufen. Da flog der Vogel zu Ursulus und sagte ihm: »Gott segne dich, das war der Pompelirio selber.« Da ritt er weiter, hielt wieder an und rief wieder an das Schild schlagend: »Pompelirio Holzebocke, hörst du deine Totenglocke?« Da stürzte auf einmal der König Jerum ihm in den Weg und hielt ihm den Zügel des Pferdes und sprach wie der Schäfer: »Tu dem Pompelirio nichts, sonst muss ich sterben.« Aber Ursulus schrie wieder: »Tritt aus dem Weg zur Seiten, sonst muss ich dich überreiten!« und machte die Augen wieder zu und ritt den König über den Haufen. Da kam der Vogel wieder zu Ursulus und lobte ihn sehr, dass er sich nicht irre machen ließ. Denn dieser Jerum war wieder nur der verstellte Holzebocke. Als Ursulus zum dritten Mal auf das Schild schlug und den Pompelirio rief, ach, welche Gestalt trat ihm da in den Weg? Wer kniete vor seinem Pferd? Niemand anders war es als seine Mutter Ursula. Sie rang die Hände und rief aus: mein Sohn, wenn du dem Pompelirio etwas tust, so muss ich sterben. Ach, bei dem Anblick brach dem Ursulus das Herz. Und schon wollte er umwenden. Da stieß der Vogel das Pferd mit seinem Schnabel in die Seiten. Und das rannte über diese Gestalt des Pompelirio über den Haufen, welcher ganz zornig, dass es ihm nicht gelungen war, den Ursulus zu betrügen, nun in Gestalt eines ungeheuren schwarzen Bocks auf ihn zukam und ihn fragte: »Ei, was willst du, Ursulus?« Da sagte dieser: »Van Verliesien schöne Füßchen, die ich wieder heilen muss.« Da sagte der Bock wieder: »Pompelirio biet dir Trutz, Holzebocke machet Stutz.« Und nun rannte der Bock auf ihn zu und stieß seinen weißen Schimmel über den Haufen, dass er tot niedersank. Und die Lanze, mit welcher Ursulus nach dem Bock gestochen, zerbrach. Die guten Vögel aber hatten alle die 49 Messer, welche sie schon einmal auf den Jerum geworfen hatten,
schon auf einen Baum zurechtgelegt und ließen sie eins nach dem anderen auf den Holzbock fallen. Er machte sich nichts draus, denn sie blieben alle in ihrem Stecken und jedes warte ein Horn, sodass er endlich wie ein Stachelschwein aussah. Ursulus hatte sich vom Pferde geschwungen und schlug mit seinem Schwerte auf den Holzbocke, aber das zerbrach und Ursulus ward über den Haufen gerannt. Da bedeckte er sich mit seinem Schilde und der Bock trampelte mit Füßen auf ihm herum. Das tat dem Fräulein Neuntöter so leid, dass sie dem Bock zwischen die Hörner flog und ihm in die Augen aushackte, worüber er schrecklich zu meckern anfing. Nun griff Ursulus unter dem Schild hervor und fasste den Bock beim Bart und zog das Messer hervor, das ihm seine Mutter gegeben, und stach es dem Holzbock ins Herz. Da machte er noch einen Seitensprung und fiel tot nieder. »Gott sei Dank«, rief Ursulus und raffte sich von der Erde auf. »Ach, wo ist nun Fanfarlies den schöne Füßchen, die ich nun gleich heilen muss?« Da sagte ihm der Neuntöter, dass sie gleich hier in einer Höhle liege und schlafe. Ursulus lief in die Höhle. Da lag Fanfarlieschen tot auf einer steinernen Bank. Ursulus glaubte, sie schlafe, aber sie war nicht zu wecken. Da klagte er Jammer und Not. Über dem kam der Vogel und sagte, »Ursulus, das Blut vom Holzbocke ist auf dein Pferd gespritzt. Da ist es wieder lebendig geworden.« Da nahm Ursulus gleich von dem Blut und bestrich die Fanfarlieschen damit. Da wurde sie wieder lebendig. Und nun bestrich er ihr die Augen mit der Fischgalle, da ward sie wieder sehend. Ach, wie glücklich war der Ursulus! Auch sie weinte vor Freuden und drückte ihn an ihr Herz. »Geschwind wollen wir nun zu Jerome«, rief sie, »denn der ist in großer Angst.« Da setzte sie der Ursulus hinter sich auf sein Pferd und ritt mit ihr nach der Kirche. Da war große Not und Kummer. Denn es war die Nachricht gekommen, dass die Königin Wogipumpa tot mit einem Stich im Herzen auf ihrer Stube gefunden worden sei und dass ihr die Augen aus dem Kopf gesprungen seien. Der König aber vergaß bald seine Betrübnis, da Ursulus und Fanfarlieschen angeritten kamen. Er küsste der Fanfarlieschen das schöne Füßchen und hob sie vom Pferd und küsste den Ursulus 4000 Mal. Da sagte Fanfarlieschen, »Es ist mir lieb, Jerome, dass du dich gebessert hast. Aber wo ist Ursula, meine Pflegetochter? Zeige mir sie, dass ich sie umarme.« Bei diesen Worten riss sich der König die Haare aus und schrie, »Weh, weh, ich Elender, ich bin ein Mörder und bleib ein Mörder.« »Ja«, sagte Fanfarlieschen, »das bist du, und deswegen sollst du lebendig in den Turm vermauert werden, in welchen du die gute Ursula hast mauern lassen.« »Von Herzen gern«, sagte Jerome, »will ich sterben, wo sie gestorben ist, bringet mich hin.« Da brachte man ihn an den Turm und gab ihm eine Hacke. Alle standen traurig um ihn her und sahen, wie der arme Jerome für sich selbst den Turm aufbrechen musste. Er tat allen Abbitte, die er beleidigt hatte. Er bat Fanfarlieschen 1000 Mal um Verzeihung und bat sie mit Ursulus sein Land zu regieren. Ach, und als er diesen ansah, wollte ihm das Herz zerreißen. Er umarmte ihn und sprach, »Du brachtest mich zum rechten Pfad, kommt Zeit, kommt Rat, dass ich dich nie mehr wiedersehe, das tut mir weh, oh weh, oh weh.« Ursulus aber sprach, »Kommt Zeit, kommt Rat, dein Diener spricht, meinen Herrn und König verlasse ich nicht. Ich gehe mit dir ins Grab hinein, ich denke, es wird uns wohl drin sein.« Da nahm er auch eine Hacke und sie arbeiteten zusammen. Und der König Jerome sagte, so oft ein Stein herausgebrochen war, »Leb, Ursula, so still und fromm, oh freue dich, ich komm, ich komm.« Und dann hielt er immer wieder ein und umarmte den Ursulus und bat ihn zurückzubleiben. Ursulus aber sagte beständig, »Ich gehe mit dir ins Grab hinein, ich denke, es wird uns wohl drin sein.« Und da arbeiteten sie immer drauf los, und sie waren schon bis an die wollene Decke gekommen, welche Ursula rings im Turme herumgespannt hatte. Da ließ Jerome die Hacke sinken und sprach, »Lieb, Ursula, so still und fromm, oh freue dich, ich komm, ich komm!« Und alle, die umherstanden, weinten bitterlich. Aber auf einmal hörte man eine Stimme hinter der wollenen Decke, welche sprach,
Ihre königliche Majestät Jerome werden aller untertänigst ersucht, noch einige Augenblicke zu verziehen, zu geruhen, da Ihre Majestät die Königin Ursula noch mit ihrem Anzug beschäftigt sind. Mächtiger Gott, was ist das? Rief Jerome. Himmel und Erde mögen zusammenfallen. Sie lebt. Sie lebt. Oh, ich muss sie sehen. Da wollte er die Decke niederreißen, aber Van Felicien und Ursulus hielten ihn zurück. Oh, lasst mich ihre Füße mit meinen Tränen benetzen und sterben, rief Jerome. Da steckte Ursula ein wunderschönes Füßchen zu der Decke heraus und sprach mit süßer Stimme. Da, mein lieber Jeromius, hast du deine Ursula Fuß. Und Jerome sank zur Erde und küsste ihren Fuß und legte sein Haupt nieder und setzte den Fuß Ursulas auf sein Haupt und sprach. Der Unschuldfuß auf Schlangenhaupt, selig, wer da lebt und glaubt. Da streckte Ursula ihre schöne Hand hervor und sprach, da, Jerome, hast du meine Hand, leg deine drein zum Liebespfand. Da sprang Jerome auf und küsste die Hand und benetzte sie mit Tränen und sprach, O Engelshans, o segne mich, nie mehr beleidige ich dich. Da steckte Ursula den Kopf durch die Decke und rief, O Jerome, küsse meinen Mund, da sind wir alle bald gesund. Ach, da riss Jerome die Decke nieder und sank an das Herz der Ursula. Und Ursulus auch und Van Felicien auch. Und alle Schmerzen waren vergessen und alles Böse war verziehen. Der Himmel war blau und heiter. Die Zuschauer aber sanken auf die Knie und beteten. Als sie sich ein wenig erholt hatten, sagte Ursula zu Jerome, »Sieh, das ist mein Sohn Ursulus.« Oder war Jeromes Freude von neuem groß? Neben der Ursula aber stand der Vogel Neuntöter wieder in den Kammerherrn von Neuntöter verwandelt. Und seine Gattin war wieder die Hofdame von Neuntöter. Und der Junker war ein Edelknabe und das Fräulein Neuntöter stand so schön, so blond und schlank, mit niedergeschlagenen Augen vor Ursulus, dass er vor sie hintrat und sprach, »O mein schönes Fräulein, Ihnen verdanke ich die Befreiung aus dem Kerker durch die Springwurzel und das Tobiasbüchlein und die Fischgalle. Und Sie haben dem Holzebocke die Augen ausgehackt. Wie lohne ich Ihnen?« Als Jerome und Ursula und Van Felicien dieses hörten, legten sie die Hände der beiden zusammen und sagten, »Ihr sollt Mann und Frau sein.« Darüber waren beide glücklich. Alle aber zogen dann nach der Kirche und dankten Gott und Van Felicien sagte, Gott sei Dank, Jerome, dass der Holzebocke und Würgi Pumpa tot sind. Sie waren Geschwister und meine größten Feinde, aber sie wussten nicht, dass eines mit dem anderen sterben musste. Jetzt lasset uns alle nach Besserdich ziehen und in Tugend und Ehren das Land regieren. Jerome aber sprach, ich bin das Glück nicht wert, nur die Unschuld soll regieren. Die Schuld aber soll Buße tun. Ich bleibe hier bei dem alten Schäfer und büße ewiglich. Da setzte er seine Krone auf das Haupt des Ursulus. Und Ursula setzte ihre Krone auf das Haupt der Fräulein Neuntöter, welche auch Ursula hieß, und sprach, auch ich will hier bleiben und beten. Darüber ward das Herz zusammen Jeromes so gerührt, dass es mitten in zwei sprang und Jerome starb. Oh, da war Weinen und Wehklagen, und sie begruben ihn zu Füßen eines Kreuzes bei dem Brunnen, und Ursula sang, und aus all den Gräbern der Jungfräulein sang es mit. Ursula blieb nun bei dem alten Schäfer wohnen und nahm viele Witwen und Waisen zu sich, und sie arbeiteten für die Armut und beteten und sangen. Van Felicien segnete sie, und Ursulus und seine Frau trennten sich weinend von ihr und zogen nach der Stadt Besserdich. Der Herr von Neuntöter und seine Frau und sein Sohn aber regierten das Ländchen Bärwalde für Ursula. Als Van Felicien wegritt, ging sie auf den alten Schäfer zu und sprach zu ihm, Damon, kennst du mich noch? Wir sind beide alt geworden. Ja, sagte der Schäfer, ich kenn dich noch. Als du die Lämmer hütetest neben mir, da liebte ich dich und sagte dir es. Da sprachest du, lieber guter Schäfer mein, schön wär's wohl, doch kannst nicht sein. Ich bin nur ein guter Geist, der so durch das Leben reist.
Liebe Gott, das ist gescheiter. Also sprachst du und zogst weiter. Richtig, sagte Van Felicien. So war es. Und du hast meinen Rat gefolgt. Drum werde ich dich im Himmel wiedersehen. Da sank der Schäfer tot an die Erde. Und Van Felicien flog durch die Lüfte davon und ließ ihre Pantoffel niederfallen. Die fing die Gemahlin des Ursulus auf und war gleich so schön und lieb und klug als Van Felicien. Sie kamen nach Besserdich und regieren gut bis dato.